Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren Wrestling-Fans, herzlich willkommen bei Video Vegas FCW Wrestle Blast, der WrestleMania in Europa, wie sie genannt wird. Und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, Mr. Henki. Uli, ja, Uli. Hörst du mich noch, Uli? Jetzt hören Sie doch auf zum Telefonieren. Verbindung ist irgendwie unterbrochen worden. Grüß Gott, liebe Wrestling-Fans, hier ist Mr. Henki. Willkommen zur FCW Wrestle Blast 2001. Ja, und gehen wir gleich auf den Main Event ein. Ein ganz tolles Match, ein Cage-Match, das hatten wir absolut, absolut. Und zwar Jody Fleisch, der beste Highflyer hier in Europa, an der Seite eines Veterans. Ja, Bernard Van Damme, ein Wrestler, wie man ihn kennt. Ein Scientific Wrestler, Bernard Van Damme. Und sie treffen auf die... Ja, die Hometown-Favorites. Ich will nicht sagen schwule, Peter, aber... Aus Galen. Aus Galen, aus ja. Dem schwulen Land. Bas und Mott von Kunda. Ich will hier gar keine Favoriten hier picken. 50-50, sage ich in diesem Match. Wir haben da noch ein Light-Heavyweight-Title-Match mit einem Mann, der uns besonders gut gefällt. Also man findet fast keine Worte für ihn. Würden Sie bitte diesen Namen für mich aussprechen, Herr Peter? Tafkal. The artist formerly known as Lightning Lay. Und er verteidigt seinen Lightweight-Titel heute gegen Luchadore Sitochi, ein unbekannter Mann. Ein neuer Mann, soll ein ganz toller Highflyer sein, wir werden es sehen. Und wir haben natürlich auch eine Tag-Title-Defense. Eine Tag-Title-Defense. Und da wissen wir nur eines. Michael Kovac, der Michelinstar, ist hier angereist. Und er hat jetzt schon den Tag-Team-Titel. Ja, das ist wohl der schnellste Titelgewinn in seiner Karriere. Ja, aber sicherlich well-deserved. Sein Partner Louis van Eeden. Die beiden sind jetzt Tag-Team-Champions und werden den Titel heute verteidigen. Aber gegen wen, das wissen wir noch nicht. Ja, weiters dabei Iceman, Chris Goliath, der German Kid. Die ein neuer Mann. Vergessen Sie nicht, Daddy Cool. Vergessen Sie nicht Ihren Liebling Thomas Blade und Sigmaster Rapper, die Euro Threat. Ja, die sind natürlich auch dabei. Wir haben eine Battle Royale, wie bei jeder Euro-Show. Wir haben die mit Tequila. Tequila, ja, und wir haben die verrückte Kuh. Und zwar in einem Shootfight gegen Ralf Sieger. Ja, das Programm ist vollgepackt, deshalb würde ich mal sagen, gehen wir gleich in die Halle. Galen Holland, FCW Wrestle Blast. Ich freue mich drauf. Hey, kenne mich? Ich bin Daddy Cool und ich bin hier im Haus. Und German Kid oder HBK? Du hast keine Chance. Ich werde dich fertig machen heute, denn ich bin obercool. Ja, wir haben es gehört, was Daddy Cool zu sagen hatte und jetzt kommt er auch schon zum Ring. Er ist unheimlich gut drauf, dieser Daddy Cool. Ein neuer Mann. In der Euro-Szene, Herr Peter. Ja, mit Sicherheit schon mal eine schillernde Figur. Schillernde Figur und schillernd ist auch diese Kulisse. Absolut, oder? Ja, ja, natürlich. Eine im europäischen Wrestling. Sehr, sehr selten. Ja. Da ist er, Daddy Cool. Schauen wir mal, ob er die Euro-Szene auch bereichern kann. Ist dieser Afro echt, Herr Peter? Ich habe ihn jetzt nicht so genau gesehen, aber er sieht zumindest sehr echt aus. Sehr echt, ja. Werden wir gleich sehen, ob er ihn runternimmt oder ob das echte Haare sind. Ja, jedenfalls tanzen kann er, ist ein Talent. Ja, mal sehen, wie er sich im Ring schlägt. Und wir warten eigentlich jetzt auf seinen Gegner, den wir ja kennen, aber wir so auch nicht kennen. Wir haben absichtlich nichts verraten und viele Wrestling-Fans, die ihn jetzt sehen werden, werden verblüfft sein. Verblüfft mit der Ähnlichkeit eines WWF-Superstars oder Ex-WWF-Superstars. Und Sie kennen diese Musik, ja, ja. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, wer... Oh! Das ist natürlich eine Überraschung. Der German HBK. Ja, er sieht ihm doch ähnlich. Er sieht ihm absolut ähnlich, ja. Dieselben Tights, diese Lederteile. Sexy. Schauen Sie sich das an. Ja, und auch die Moves, also... Das ist wirklich, er hat das drauf, der Jens Heller. Aber auch seinen Wrestling-Stil jetzt angepasst hat. Weil ja. Er war jetzt eigentlich nicht so der Shawn Michaels im Ring. Naja gut, Shawn Michaels war auch ein Highflyer und das ist ja Jens Hellmann, der German Kid auch. Was sagen Sie dazu jetzt? Was erwarten Sie hier von diesem Match eigentlich? Ist eigentlich also Daddy Cool ist natürlich eine Unbekannte, da kann man eigentlich wenig drüber sagen und... Mal sehen, ob sich der German Kid sehr arrogant ablenken lässt jetzt durch sein
sein neues Auftreten. Ich würde fast schon sagen, er sollte dieses Gimmick öfters benutzen. Vielleicht hätte er dann mehr Erfolg. Soll ich jetzt sagen, Jens Hellmann ganz neutral oder soll ich sagen German Kid? Da bleiben wir bei German Kid, würde ich sagen. Als doch, German Kid. Der ist der bekannt und... Obwohl er heute auf Shawn Michaels macht. Ja, es ist aber dennoch immer noch der gleiche German Kid, denke ich mal. Aber er wirkt irgendwie, ich würde sagen, lässiger, lockerer. Es ist wahrscheinlich die Hose. Etwas überheblich vielleicht sogar. Ah, sehen Sie mal, der Afro ist weg. Der Afro ist weg, Kurzhaar. Naja. In die Seite. Oh. Oh, ein schöner Dropkick von German Kid. Naja. Ich weiß nicht, ob diese Rip-Offs viel bringen, aber ich glaube, bei diesem Event hier, bei Wrestle Blast, kann man das verzeihen. Ja, der Event wird ja auch als WrestleMania Europas angekündigt und darf man sich schon mal eine Clothesline. Solche Vorbilder nehmen natürlich und die hatten wir gesessen. Aber das ist ja wirklich eine ganz neue Seite an ihm. Also dieses arrogante Cover jetzt kennt man gar nicht von ihm. Und diese Clothesline geht daneben. Schallende Vorarms. Aber Teddy Cool, der kann das wegstecken. Dieser bullige Teddy Cool. Und schöne Hurricanrana von German Kid Shawn Michaels. Entschuldigen Sie. Ja, das kann mal passieren. Ja, das kann. Ist das da vorne Sherry Martell? Ja, Marty Jannetty, würde ich sagen. Von der Frisur her. Sherry Martell. Wie kommen Sie auch in Deutschland. Wie kommen Sie auf Sherry Martell jetzt, bitte? War ja auch in Deutschland, nicht so weit entfernt, hier von Gehlen in Holland. Snap mir jetzt von German Kid. Sprungtritt. Referee in diesem Match ist El Loco Tice, hat gleich den Opener bekommen. Ja, gut, El Loco Tice, ihr reist sehr viel umher in Europa. Ja, ein richtiger Wandervogel in der Euro-Wrestling-Szene. Das schöne Reversal von Teddy Cool, Ansatz zu einem German Suplex vielleicht. Nein, das wäre, glaube ich, fast schon eine Verhöhnung. Also German Kid. Ja, Reversal, da kommt er raus. Und ja, sehr geschickt gemacht, sehr arrogant, cocky. Ja, also das, nein, also, obwohl an, das kennt man ja wirklich nicht von ihm und das Körper gefällt mir auch nicht. Am Körper aber muss er noch einiges machen, der German Kid. Also, seine technischen Fähigkeiten, aha, ein Strut, sind wirklich phänomenal, aber... Die Hose kann, könnte er auch hat ein null wenig Brutus Beefkick sein. Nein, das ist doch die Shawn Michaels. Die hatte doch Michaels an, zeitweise. Könnte aber. Ja, auch. Ja, gut. Beefkick hatte sie, glaube ich, in umgekehrt, in weiß und ein bisschen schwarz befleckt. Aber ich glaube, so technisch kann Teddy Cool da nicht wirklich mithalten mit dem German Kid. Ja, beeindruckt mich nicht. Sein Auftreten, der... Als Daddy Cool, das Gimmick ist ja recht nett, aber sonst, was im Ring hier zeigt. Ja, bis jetzt zumindest. Sehr grün. German Kid doch findet immer wieder den richtigen Konter. Und jetzt eine Clothesline, aber da geht er selbst zu Boden, Daddy Cool. Ja, da zieht er aber den German Kid quasi die Schuhe aus. Überschlägt sich da. Er scheint mächtig Mumm in den Knochen zu haben, dieser. Oh, ein schöner Double Underhook Suplex. Der war herrlich gezogen. Schöner Korkenzieher, ja. Und ja, der German Kid muss jetzt einstecken. Linkshändig geschlagene Clothesline von Teddy Cool. Naja, warum nicht? Die Jensen Brothers sind im Tennis ja auch beidamig erfolgreich. Können, ich glaube, das können auch Wrestler. Ja, aber Wrestling ist nicht Tennis, Mr. Henke, das wissen Sie. Ich weiß es. Schöner Snap-Suplex. Ja, Teddy Cool jetzt doch im Vorwärtsgang. Wieder ein Elbow. Was kommt jetzt? Und ein Leg Drop. Schön eingesprungen jetzt. Covered 1, 2 und German Kid kommt raus. Nee, das reicht noch nicht, natürlich. Stimmung ist jetzt etwas weg. Naja. Was wird das jetzt? Oh, eine Powerbomb! Wow! Also Kraft hat dieser Mann, das steht fest. Absolut. 1, 2. Das war knapp. Naja, bitte. Es ist ja nicht der echte Shawn Michaels.
Leider nicht. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen, aber... Oh! Das war jetzt ein Elbow, denke ich. Das war... Oh, ein schönes Martial Arts Kick jetzt. Das sind wieder die German Kid Aktionen, also... Das habe ich von Shawn Michaels nicht gesehen, zum Beispiel sowas. Naja, der Post, der... Sehr arrogant. Das gefällt mir nicht, dieses Gehabe. Oh, was kommt hier? Bärhaak. Oh, ein schöner Belly to Belly. Wirft ihn mit Leichtigkeit durch die Gegend, also. Ja, Kraft hat er, der Daddy Cool. Jetzt etwas zu langsam hier beim Cover. Das könnte ihn den Sieg gekostet haben. Also ich halte hier zu keinem. Ich lasse mich überraschen, wer dieses Match gewinnt. Was passiert hier jetzt? Wieder so ein Hack. Nein. Oh, ein Stunner! Oh mein Gott! Das könnte es schon sein, das könnte es sein. Nein, er hebt ihn auf. Warum das? Er müsste eigentlich covern. Was? Aus dem Ring jetzt. Aus dem Ring. Macht er denn sowas? Vielleicht will er jetzt hinterher. Also ich verstehe die Kampfesführung des German Kids nicht so. Achtung, German Kid! Nein! Aha. Nein, nein, nein. Das bekommen die Fans jetzt nicht, leider nicht. Hat ihn da jetzt der Mut verlassen oder war das Verhöhnung des Publikums? War natürlich ein bisschen Verhöhnung, aber jetzt steigt er auf. Oh, ein Sampen! Haben wir jetzt nicht gut gesehen. Sogar. Aber es war ein lupenreiner Senden, hat er nicht aufgepasst, Daddy Cool. Müssen sie aber wieder in den Ring zurück. Aber in die Absperrung, durch die Absperrung. Im Publikum jetzt. Zweite, dritte Reihe. Was ist denn das für ein Auto hier hinten? Das ist das Auto von Sir Zegers, dem Promoter. Den besten Parkplatz. Ja, sicher. Oh, jetzt geht's voll gegen die Rampe. Das ist natürlich brutal jetzt. Ein bisschen Hardcore-Touch. Das war ja nicht so, schau mal. Oh, das ist doch, das sind bereits Teile des Cages, der später aufgebaut wird. Was haben Sie gesagt? Ja, Hardcore war ja nicht so ganz die Matchrichtung von Shawn Michaels. Nicht wirklich, nicht wirklich. Mal sehen, ob sich der German Kid hier besser schlägt. Was passiert hier jetzt? Und Daddy Cool voll gegen diesen Zaun oder was auch immer, dieses Käfigteil. Jetzt ziehen sie aber schon verdammt lange außerhalb des Ringes. Ein recht passabler Opener, aber auch jetzt nicht die Welt. Sehr Gimmick geprägt. Ja, ich glaube, man sollte es belassen bei diesem einen Match. Also wenn jetzt im nächsten Match Chris Goliath als Earthquake-Verschnitt kommt, dann würde ich, glaube ich, werde ich aufhören zu kommentieren, Herr Peter. Das passiert ja dann hoffentlich doch nicht. Herrlicher Back-Suplex. Also Daddy Cool, kann man auf alle Fälle sagen, doch eine Bereicherung für die FCW. Ein gelungener Einstand für ihn. Und er hat sich jetzt nicht gerade einen Jobber ausgesucht als Gegner. Absolut nicht, also... Ja, aber sehen Sie, heute hat German Kid etwas Problem mit dem Seillauf, oder ist... Ja, Daddy Cool schleudert ihn da so kraftvoll in die Seile. Der dritte Dropkick schickt ihn auf die Bretter. Es ist der Ring übrigens von Dave Morgan. Den kennen wir. NWA Germany. Ja, den werden wir noch öfter sehen in Zukunft. Ja. Also den Dave Morgan, nicht den Ring. Auch den Dave Morgan im Ring, bitte. Nein, ich meinte nicht den Ring, sondern Dave Morgan. Und den Ring, habe ich gesagt. Ach so, beides. Ja, sowieso. Ach so. Oder glauben Sie, Dave Morgan schießt Matches in einem NWA-Ring? Wohl kaum. Jetzt geht German Kid aufs oberste Seil. Was kommt hier? Big Splash! Und da sitzt, das muss es sein. 1, 2 und... Nein! Also ein äußerst ausgeglichener Opener. Und Daddy Cool kann einstecken. Also ein gelungener Einstand, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon, nur... Ich befürchte einen Fehler. Schöne Kopfschere jetzt. Ich befürchte einen Fehler von Daddy Cool zum Schluss. Ja, wissen Sie denn etwas mehr über diesen Mann? Wie viele Profi-Matches hat er? Oh, Herr Peter, kennen Sie das?
Das ist der Ansatz zur Switching Music. Und die sitzt, Cover. Im Normalfall war es das und... Das war's. So auch jetzt. Also es hat sich schon mal gelohnt für den German Kid hier, zumindest den Superkick zu übernehmen. Ja gut, aber ich würde sagen, Jens Hellmann, bleib bei deinem No-Gimmick, denn German Kid ist ja an sich kein Gimmick, aber ich würde sagen, trete nicht mehr als HBK auf. Gerade bei nächsten Veranstaltungen bringt es nicht viel. Einmal, gut, Faschingszeit ist auch. Aber ich denke, das wird es gewesen sein. Und hier im Hintergrund haben wir Mr. Ace. Ja, den sieht man auch immer öfter bei Video Vegas in letzter Zeit. Ja, er filmt. Allerdings nur im Hintergrund. Im natürlich. Hintergrund, er filmt allerdings für IWW-TV. Okay, Mark Landauer, heute sage ich es dir. Heute kriegt der Iceman sein Fett ab. Er wird schwitzen. Seine Fettschwarten werden auf dem Ringboden verteilt liegen, denn heute gewinnt der Goliath. Wenn du noch was sagen willst, ich habe drei Worte, halt die Goschen. So, wir dürfen das nochmal kurz zusammenfassen für unsere deutschen Zuseher. Chris Goliath hält Iceman für fett und ist sich sicher, dass er ihn heute besiegen wird. Spricht mich mit bürgerlichen Namen an, ich sollte das Maul halten. Gut, das ist fluchsam. Chris Goliaths Catchphrase, das ist zu verstehen. Und hier jetzt haben wir einen Mann, der sich in der Halle, der sich gemacht hat, Herr Peter. Dieser Mann wirft einen Schatten wie kaum ein anderer. Ihn sehen wir, ihn haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Zumindest bei Video Vegas nicht. Ja, aber wir werden noch warum viel nicht? Mehr von ihm sehen. Weil Video Vegas ein gespaltenes Verhältnis zur WWA hatte. Hatte, zum Glück, hatte. Ja. Aber ihn sehen wir, weil er tritt ja auch bei anderen Ligen auf. Heute in Holland, den Iceman. Mit ich noch nie zuvor gesehen habe, neuer Frisur, er hat jetzt blondiert, ein Hauptteil, sieht etwas albern aus, ich weiß nicht, was mit diesem blondierten Typen ist, blondiert man sich alles schon eigentlich, Bart, Haare, was soll das? Ja, das ist die Mode der jungen Leute heutzutage. Jungen Leute? Mhm. Ein Kraftlackel, dieser Iceman. Sie kennen diesen Mann, Herr Peter. Ja, oft gesehen beeindruckt schon. Immer wieder. Also er hat wirklich vor einigen Jahren wirklich bei Null begonnen und hat sich gemausert. Und wobei er ja eigentlich noch nicht sehr lange in der Szene ist. Und sein Gegner, den kennen wir, haben wir vorhin gehört, Chris Goliath. Wird hier als Goliath angekündigt. Und er hat auch ein bisschen eine neue Attitude. Chris Goliath will jetzt mehr mit den Fans zusammenarbeiten. Er hat sich von der POD getrennt. Ja, und wir müssen dazu sagen, dies ist ein Qualifikationsmatch für den VWC-Titel. Ja, genau. Um im Turnier teilnehmen zu dürfen. Und da ist er schon. Hat ein wenig die Entrance, den Eingang versäumt. Ja, und hat auch ein schwungvolles Theme jetzt. Ja, ja. Und er Stimmung will er sehen. Da geht er gleich runter. Das erinnert ja schon fast an Peter White. In die Fanreihen. Schauen Sie sich das an, der Chris Goliath. Ja, und zum Glück, wir sehen hier zahlreiche Fans, natürlich hier auch einige Wrestler zu sehen. Schwungvoll seine Entrance, vielleicht ist er jetzt auch etwas schwungvoll im Ring, als wir ihn sonst kennen. Da wirkt er eher langsam und eher mit Kraft betonten Aktionen. Naja, also zum Highflyer wird er, glaube ich, nicht mehr werden. Aber nein, nicht wirklich. Aber, naja, aha, Posing gehört dazu. Und er hat ja auch seine Glatze abgelegt, also er trägt jetzt wieder Haar. Naja. Ja, obwohl ihm die Glatze früher oder später wieder einholen wird, denke ich. Glauben Sie? Unfreiwillig. Naja, schade. Aber sein Gegner ist natürlich ein Brocken. Ihnen hat er eigentlich eine negative Bilanz gegen Iceman. Ja, an dem hat er sich schon öfter mal die Zähne ausgebissen. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, hat er erst einen Sieg gegen den Iceman. Und ich glaube, das war per DQ. Sonst hat er alles verloren. Letzten Kampf, an den ich mich erinnern kann, war bei der WWA vor circa einem Jahr bei der Weihnachtsshow, wo er ganz klar verloren gegen den Iceman. Tja, und jetzt geht es auch schon los in den Lock, aber kraftmäßig. Iceman hat sich gemacht, hat gute Leute besiegt, während Chris Goliath eigentlich
naja, ich würde sagen, auf der. Fast schon sagen, auf dem Pannenstreifen momentan kursiert. Ja, so krass würde ich das nicht sehen, aber sicherlich die Entwicklung von Iceman. Eine mörderische Klose. Topkick vom Iceman! Aber was für einer! Unglaublich! Das schon zu Beginn. Da war eine gehörige Portion Wut dabei. 140 Kilo oder was der Iceman wiegt. 130, denke ich, sind gut. Das ungefähr. Aber da hat man gesehen, er war sauer, dass ihn der Chris Goddard mit dieser Klose umgeweht hat. 125, 120 Kilo. Jetzt Test of Strength. Würde ich sagen, hat da würde ich Iceman Vorteile zusprechen. Ja, das sieht man hier. Iceman hat Vorteile. Aber Scheibensieg, Goliath noch nicht ab und da. Jetzt ein... Power-Move vom Iceman. Er ist dieser Mann. Was hat der heute geschluckt? Eine unglaubliche Stärke. Das war kein Fiver Rock oder Mark Wittmann, den er da gesuplext hat. Also nein. Das war ein Wrestler mit 125 ein Kilogramm. Ein Wahnsinn, würde ein Herr Heichenwälder sagen. Müssen wir immer erwähnen ab und zu diesen Mann. Der mittlerweile ja nicht mehr bei der BWA. Big Splash jetzt da in die Ecke. Darf ich weiterreden über diesen über Ihren Freund? Nein, Sie können es ja nicht lassen, aber ich kann es Ihnen nicht verbieten. Ja, wir sind ja bei zwei WWA-Wrestlern, darf man wohl sagen, dass offiziell Bomber Heichi nun von der WWA suspendiert wurde. Es ist kein Wrestler, kein Referee mehr. Ja, mich persönlich interessiert das ungefähr genauso viel, wie wenn... In China ein Kind ein Rad umfällt. Ja, genau. Okay, zurück zum Match. Nicht mal so viel. Ja. Zurück zum Match. Hammerharte Schläge von... Flugstunde für den Schiedsrichter. Übrigens Schiedsrichter Matt Touquet, Herr Peter. Oh, gefährlich und wieder ein Suplex. Super Move. Power Move vom Iceman. Was mich auch wundert, ist, dass Matt Touquet eigentlich ein Referee ist und nebenbei auch wrestelt. Das sind mir überhaupt die Liebsten. Leute, die mehrere Sachen... Also das würde ich... Also das könnte eigentlich eine Disqualifikation sein. Ja, aber ich glaube, da traut er sich nicht, ihn zu disqualifizieren. Also diese er kleinen... Er ist jetzt eingeschüchtert. Aber so kleine Watschen? Naja, bitte. Jetzt. Goliath mit einem Ausheber, schöner Slam. Das war ein schulbuchmäßiger Spötler. Und Goliath zeigt... Was? Goliath auf dem zweiten Seil. Was? Zweiten Seil? Da wartet er zu lange. Da wartet er viel zu lange. Axe-Handle. Oh, schöner Axe-Handle. Richtig schwungvoll. Ja, also ein passabler Kampf der beiden. Wirklich. Goliath, nein. Nicht Goliath. An der Grenze der Legalität dieser Move. Jetzt kommt hier Boston Grab oder ein... Ja. Ansatz zum Boston Grab. Das könnte eine Aufgabe sein. Da biegt er diesen kleinen mitten bulligen im Ring. Iceman, also klein ist er nun wirklich nicht, aber diesen bulligen Iceman. Aber er kommt durch. Sehen Sie, der Iceman stemmt sich hier hoch. Goliath kann ihn nicht mehr halten. Und der wird es wahrscheinlich zum untersten Seil schaffen. Naja. Dort und jetzt hat er es geschafft und Goliath lässt auch den Griff los. Sieht man auch seine faire Einstellung inzwischen. Aber jetzt tritt ihn raus. Also natürlich nicht die feine Art, aber... Den Countdown erzwingen. Ein etwas unüblicher Weg, ein Match zu gewinnen. Oh, da steht wieder der Iceman. Wird wahrscheinlich wieder locker in den Ring kommen. Nein, nimmt hier keine Auszeit. Ja, also ja, da hat jetzt Goliath eigentlich dem Iceman Zeit zum Verschnaufen gegeben. Also das war relativ unklug, diese Aktion. Ups. Und? Das gibt's ja gar nicht. Eine Crucifix. War das jetzt gerade dieser Chris Goliath? Das ist ja unglaublich. Also jetzt bin ich baff. Also der beeindruckt mich jetzt, Chris Kohler, der will es wieder wissen. Aber ja, da lässt er sich schon wieder Zeit, also
Reicht's für den Iceman? Das ist die Frage. Wieder Shoulderbox. Doppelte Close Line. Beide auf dem Boden und mal sehen, ob sie es bis 10 wieder auf die Beine schaffen. Stört sie eigentlich diese Frau mit diesem äußerst hässlichen Haarschnitt? Ist das eine Frau? Ich glaube ja. Ist nicht vielleicht Tyrant? Bitte, Herr Peter Tyrant, dann müsste er doch 50% seines Haares versenkt haben. Nein, das haben Sie jetzt im Seitenprofil gesehen, es ist nicht Tyrant. Schade. Tyrant kommt aber heute noch in der Battle Royale, Herr Peter. Ja, Sie werden es glauben, nicht. Glauben oder nicht, Tyrant wird heute wieder erscheinen. Ich glaube ja, er steht auf dem Programm. Kraftvoller Slam hier von Iceman. Und Elbow Drop, jawohl. Ein herrlicher Jumping Elbow. Was haben Sie jetzt geschaut, Herr Peter? Den schnellsten Weg zum Buffet, wie immer. Aber da ist noch einige Zeit, noch mindestens noch zwei Matches. Ja, es war eine lange Anreise, da knurrt der Magen schon etwas. Gut, Schink und Käse sind verpackt, die liegen abseits. Sichergestellt. Ja. Ich hätte ja Lust auf Backrohr-Bumfried, um ehrlich zu sein. Und vielleicht auch ein gekühltes Sprite. Das bringt auf jeden Fall Läuse im Magen. Man kann gut schlafen. Jetzt befreit sich Goliath hier aus dem Headlock. Absolut kein Match zum Einschlafen hier, das Match zwischen Chris Goliath und Iceman. Also muss ich sagen, dieser Chris Goliath. Sehr ungestüm, ein Leg Drop. Er ist halt motiviert wie selten zuvor. Ja, absolut. Also, na gut, die VWC-Qualifikation ist ja hier eigentlich im Gange und Chris Goliath will vielleicht, zumindest einen Schritt weiter tun in Richtung des VWC-Titels. Rösel von Iceman, Hip-Toss. Hip-Toss von Iceman. Und ein Big Splash vom Iceman. 1, 2 und 1. Da kommt Goliath raus. Oh, da setzt er an. Da will er Schluss machen, der Iceman. Kann da Chris Goliath noch dagegen halten? Und wenn das der Tombstone wird, dann sieht es böse aus für Chris Goliath. Das ist der Tombstone. Der Grabstein, eiskalt. Und das ist der Sieg für... Iceman war wieder zu viel für Chris Goliath. Schade, aber Chris Goliath, muss ich sagen, Thumbs up. Ja, eindeutig für seine Bemühungen. Ein wirklich gutes Match der beiden. Also, so was Gutes habe ich von Chris Goliath schon lange nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, diese Formkurve zeigt jetzt weiterhin nach oben. Vielleicht etwas leichtere Gegner nächste Zeit aussuchen. Da ist man doch etwas zu groß, aber in der VWC gibt es natürlich auch leichtere Gegner und Chris Goliath wird damit in den Rankings sicherlich in der heimischen Szene dann weiter vorne zu finden sein. Ja, hoffen wir es für ihn auf alle Fälle. Schauen wir mal, was es gibt. Wahrscheinlich Interviews wieder. Ja, jetzt guck dir das an. Sowas geben die uns als Umkleideraum. Eine Schweinerei, oder? Ich weiß ja nicht. Ich bin schon wieder 1000 Kilometer gefahren. Was haben wir als Gegner? Power Ranger und ein sexy Wiener Schnitzel. Tja. Was machen wir da? Alles wundert sich, dass der Legendäre und die Threat Außenseiter wären. Schaut euch um. Schaut euch um. Das hat man der Threat als Quartier gegeben. Das ist die Umkleidekabine der Threat, der Main Eventer. Der mächtigsten und erfahrensten Krieger, die auf dieser Karte stehen. Und da wundert ihr euch, dass wir nicht zu euch gehören wollen? Wir sind die Euro Threat. Ich sagte schon mal, wir machen die Regeln, wir befolgen sie nicht. Der Legendäre ist heute angetreten hier
um eine weitere Schlacht zu schlagen. Der Legendäre wollte mächtige Krieger, würdige Gegner, Schlachten um Gold, denn nur die sind es würdig, vom Legendären geschlagen zu werden. Und was hat der Legendäre bekommen? Ein Wiener Schnitzel und ein Japaner aus Lübeck. Der Legendäre fragt sich, ob dieser Japaner eine Aufenthaltsgenehmigung hat, aber das wird der Legendäre heute checken. So sprach der Legendäre und wusste, wovon er redete. Und außerdem weiß ich, dass du heute hier bist, um deinen beliebtesten Wrestler zu sehen, Sigmaster Rapper. Aber die Eurothreat ist für immer zusammen, cause we fucking rule. So, neben mir ist jetzt der Medienstar, Michael Kovac. Und hinter uns ist der Kasperl, denn es ist wirklich ein Kasperl-Theater, wenn du bist gebucht und hast aber eigentlich keinen Partner, kein Match. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, ich soll hier antreten, Tag-Team-Match. Ich weiß nur eins, ich bin genau 5 Minuten da und bin schon Tag-Team-Champion. Das ist ein kleiner, netter Effekt. Aber ich weiß nur immer nicht, gegen wen ich antrete. Irgend so ein Pflaumen-Lutscher namens Extreme ist auf der anderen Seite. Aber mein Partner wäre eigentlich Maverick gewesen, der irgendwie total abgefuckt hat. Zu Hause sitzt bei den Büchern, isst und lernt. Das ist schön für ihn, aber nicht gut für mich. Ich habe keine Gegner, ich weiß nicht, wen sie mir reinstellen. Aber ich muss sagen, mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Ich habe in die Garderobe geschaut, wie in einem Kinderzirkus, Kinderfasching. Lauter kleine Kinder, ja, so alle sind sie groß wie die, nur dass sie nicht so groß sind. Und mir ist es egal, wenn sie mir reinstellen, ich mache sie alle platt, weil hier sehe ich keinen ernsthaften Gegner. Das war der Medienstar Michael Kovac, wir werden ihn auf jeden Fall im Ring sehen. Bis dann. Da harte Worte von Michael Kovac. Er shoot. Man kann sagen, es ist what you call a shoot, ladies and gentlemen. Naja gut, es stimmt, es sind sehr viele, sag mal, Jugendliche heute im Lockerroom, aber mein Gott, der Nachwuchs kommt, Herr Peter. Muss ja auch mal gefördert werden. Richtig. Oh, diese Musik, diese Töne kennen wir. Eiji Kushinawa. Oh, und diesen Belt, das ist der WXW Hardcore Champion. Den hat er bei Broke Rules gewonnen. Das wissen auch Sie, Herr Peter. Und das ist natürlich, da waren wir dabei. Peter White ist wieder da. Stimmung ist angesagt. Also diese Kombination heute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Peter White und Eiji Kushinawa. Ein etwas sonderbares Duo. Ja. Ob sie harmonieren, ich weiß nicht. Peter White ist ein Power Wrestler. Tag Team Match. Er hatte schon einen undankbaren Gegner mit Anton D'Angelo letztens. Partner meinen Sie nicht Gegner? Partner, ja? Ja. Habe ich Gegner gesagt? Ich denke schon. Entschuldigen Sie. Partner mit Anton D'Angelo. Und das sind die Gegner. Und die sind eingespielt. Die Eurothreat. Thomas Blade. Und Sigmaster Rappo. Herr Gürtel, genau ist das jetzt nochmal gewesen? Das war, glaube ich, der... Fragen Sie mich jetzt was Leichteres, Herr Peter. Ich glaube, es war ein NAWA-Titel. Thomas Blade hält einen NAWA-Titel. Das ist aber eine interessante Konstellation. Ich weiß nicht, er hatte bei der NAWA mal Titel inne. Ich würde sagen, er ist Champion der Rappling Herr Peter, Championship Peter, Wrestling. Da haben Leute was zu sagen. Okay, wait a minute. You want to tell me I drove 1,000 kilometers to wrestle Power Ranger and the Wiener Schnitzel? I guess you're not. Listen up, Sigmaster Fetto. Or should I say, Eurothreat? Get away. Tonight, I and Eiji Kushinawa will show you that we are the best tag team, because he is the most technical wrestler here tonight. And with my powerful body, I will show you what real wrestling is. Ja, gut, er hat jetzt gesagt, ganz simpel, haben mich, glaube ich, alle verstanden. Er und Eiji Kushinawa werden den Leuten zeigen, was wirkliches Wrestling ist. Und er hält die beiden wohl für fett. Ja, also er ist, gut, Peter White hat einen super Körper, das ist klar. Nur
jeder muss halt nicht unbedingt seine Muskel Körper haben, Peter. Das ist nicht nötig im Wrestling. Im Wrestling ist Masse erforderlich und vielleicht ein bisschen Beweglichkeit, aber Muskeln alleine gehören nicht dazu. Sagen Sie mal, wo wohnt denn Sigi eigentlich? Denn er hat es anscheinend überall hin gleich weit. Er fährt immer 1000 Kilometer. Ja, Sigi wohnt in der Schweiz, in Wiel. Upsi! Oh, Stomp, Double Stomp, noch ein Double Stomp. Da bricht der Ring ja fast durch. Aber geistesgegenwärtig geht Eiji Kuchinawa raus. Wer ist in Ihrer Meinung nach der beste Mann hier im Ring? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also, sagen Sie, wer ist Ihnen am Sigmaster sicherlich der wuchtigste, also am sympathischsten ist mir Eiji Kuchinawa. Oha. Oh, Slop Drop. Eins, zwei und wo? Nein, so schnell geht's nicht. Sie wissen ja, was ich von der Eurothreat halte. Sie sind kein Freund der Eurothreat. Nein, nein, nein. Und gut, Peter White mag ich auch sehr. Also Eiji Kuchinawa, Peter White. Das ist eindeutig. In etwa gleich. Oh, DDT! Schnell geht's dahin. Aber der Schlangenmann, der Nava, der... Das sagt ihnen zu, ist klar. Sie waren ja auch jahrelang in Japan unterwegs. In der Szene dort. Ja, das ist richtig. Und da freut es mich immer wieder, so einen aufstrebenden jungen Athleten zu sehen. Der legendäre herrlich ein Bad Slam in den Suplex, also. Jetzt sieht's aber nicht gut aus für Eiji. Nein! Hat der legendäre den. Ja, da muss der Schiedsrichter schon wieder einstecken. Wieder ist also es Matt, okay. Scheint das heute anzuziehen. Vielleicht ein Watschengesicht. Wahrscheinlich. Auslein geht daneben jetzt Eiji High Cross. Das ist. Schmerzen können das sein, wenn man sich ja mit dem Hinterkopf ganz gefährlich am Seil reibt. Also das habe ja ich bereits damals zu spüren gekommen, dass ich ausgerutscht bin. Das ist natürlich sehr peinlich für den Legendären, der hier kopfüber runterfällt. Ich sage Ihnen, Herr Peter, diese Seile sind sehr beliebte Rope-Burner. Sehen wir vielleicht Tarantula? Nein, es wird wohl eher ein Suplex. Ein Suplex hinein mit dem legendären. Oh, das ist auch etwas schwer. Fast schon ein Brainbuster jetzt. Ja, also Eiji Kuchinawa. Sehr energisch. Und jetzt? Steht hier auf den Fingern von Thomas Blade. Also das ist was ganz Neues. Diesen Move haben wir auch schon mal gesehen. Den kennen wir. Scheinen ja maskierte Wrestler gerne zu machen. Ja. Power Slam jetzt von Thomas Braid. Ja, aber das ist viel zu arrogant hier wieder das Cover und wir haben hier immer wieder dieselbe Aussicht. Das ist ein extrem Fukuhila. Entschuldigen Sie. Gut, das wird auf jeden Fall dieser Person dann ja, in Rechnung gestellt, dieses im Weg stehen. Und Peter White war noch überhaupt nicht. Big Splash vom Sigmaster jetzt. Obwohl er ja nicht mehr so viel wiegt. Oh, jetzt ein Elbow Drop, aber. Ja, immer noch deutlich mehr als Eiji Kuchinawa und. Reicht aber noch nicht. Naja. Der Mann ist ja nicht umsonst Hardcore Champion der WXW. Wer? Eiji Kuchinawa. Ja, gut. Hatte er, die Frage ist, hatte er auch die ebenbürtigen Gegner, also die. Die wirklich das und Zeug wieder. Haben. Er hat eigentlich zwei Rookies und dann die zwei Holländer. Ja, gut, Superkick war das wieder mal. Swiss Gin Music. Ich glaube, wenn Eiji Kuchinawa gegen Leute wie Hate oder Mad Cow antritt, dann wird er schwieriger haben. Aber er ist jetzt nun mal Champion und damit müssen sie sich abfinden. Ich weiß, auf die nächste WXW-Show, da ist er dann wieder sicher dabei. Vielleicht muss er seinen Titel verteidigen gegen Pondo. Oha. Das wäre ein interessantes Match. Ah, oh, die Card steht noch nicht. Weiß man nicht, gegen wen Pondo antreten wird. Spekulieren wird man ja mal dürfen. Na gut, nachdem Hate jetzt wieder aktiv ist, oder zumindest auf dem Weg zu seinem Comeback aktiv als Wrestler ist, darf man erwarten, dass Hate zurückkommt.
kreuzt. Verstehe ich nicht, warum Eiichi Kushinawa nicht ablöst. Ja, Eiichi Kushinawa, wieder der Schiedsrichter, will die Eurothreat für sich alleine haben. Oh, Big Kick. Right, okay. Sollte er doch mal mit Peter White wechseln, der ist doch ganz frisch. Vielleicht ist es Taktik. Peter White hier, der kommt dann wahrscheinlich mit voller Energie und dass die Eurothreat dann so dagegen halten kann gegen Peter White, wenn er reinkommt. Der ist ja wirklich frisch, 100% frisch. Aber es wird nicht viel helfen, wenn AG gepinnt wird. Ja, das ist die Frage. Oh, oh. Eurothreat auf jeden Fall eigentlich so wie beim Tag Wrestling demonstriert. So wie es gehört. Stimmung, haben Sie gehört? Naja. Das funktioniert sogar. Oh, jetzt auf die Rampe. Nein, oh, knapp. Gefährlich zwischen. Oh, das ist ein Spalt, das ist ein Spalt. Das ist gefährlich. Und wieder Matt O'Kay. Sie kennen sicherlich dieses klassische Lied. Heute ist ein Spalt. Von Wolfgang Ambrose, ja, kenne ich. Oh, ein Tombstone! Also, Gottes Willen! Solche Aktionen haben doch im Wrestling nichts verloren. Nein, aber ich glaube, das wird doch, ja, er schafft es wahrscheinlich noch. Aber ja, jetzt muss er taggen, jetzt muss er eindeutig taggen und da geht er schnurstracks zu Peter White. Schnurstracks zu Peter White. Oh, Clothesline von Peter White. Und auch mit Sigmaster Rapper eine Clothesline. Schöner Dropkick von Peter White, hochgesprungen. Nochmals. Er hat ja unlängst gesagt, er habe den besten Dropkick in der Euro-Szene. Naja. Die haben gut ausgesehen jetzt. Was kommt jetzt? Ein Ausheber da mit dem Sigmaster. Er schafft es. Nein! Nein, er schafft es nicht. Eins, zwei. Hat er sich übernommen. Ist zwar muskelbepackt, aber. Das ist natürlich hinterhältig. Ja, ein weiterer Grund, warum ich die Eurothreat nicht leiden kann. Jetzt möchte er einen Kräftevergleich. Ja, gut. Ob die Augen wieder heil sind von Peter White, sieht er jetzt eigentlich, dass er Hand gewechselt hat? Ja. Aha. Interessant, interessant. Steigt hier nicht ein auf dieses Spielchen, Peter White. Das habe ich zu deiner Freundin das letzte Mal gesagt. Ah, doch, doch. Ja, etwas klüger, etwas erfahrener Sigmaster Rappo, schon länger im Business. Aber einfach etwas skrupelloser und auch sehr dynamisch heute, ja, Sigmaster Rappo. Also ich glaube, er trainiert Martial Arts. Hat sich vielleicht den Film Beverly Hills Ninja angesehen. Ah, das dürfen Sie ihm nicht sagen, bitte. Hoffentlich sieht er dieses Video nicht. Nein! Ah, doch, doch, doch. Kennt er keine Skrupel? Oh, jetzt ein Chokehold, glaube ich. Wird wahrscheinlich jetzt einen Tag machen zum legendären Thomas Blade. Also das Match verläuft ja nicht gerade günstig für Peter White und Eiichi Kushinawa. Und Herr Peter, werden wir den legendären jetzt im Ring haben? Haben Sie schon gelesen? Der legendäre jetzt Head Coach bei That Damn Good Wrestling. Tja, das heißt, Michael Rip is out. Tja, sie haben damit einen Member des Civitas quasi verloren. Ob das zum Vorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, somit ist auch das Tag Team wieder gesplittet, nämlich Civitas Satanai. Ich glaube nicht, dass wir sie wiedersehen. Triple M. Das ist natürlich ewig schade und da der Legendäre bei diesem Figure 4 hilft er sich in den Ropes. Erhöht er nochmal den Druck. Aber dafür werden wir heute Lieblinge sehen, eben wie zum Beispiel Tafkal. Tequila. Oder Tequila. Und die bleiben uns sicher noch lange enthalten. Hoffentlich, hoffentlich. Jetzt der Peter White in die Ringseite. Und schöner Power Slam von Legendär. Legendär will ich Schluss machen. Aber schon wieder dieses lässige Cover, das. Zwei. Nein, 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 nein. Ja, man kann
kann ihm das Talent nicht absprechen, und aber er ist einfach immer wieder zu arrogant. Und mit diesen Schwingern. Peter White hat eine unglaubliche Reichweite. Hätte Boxer werden sollen. Ich glaube, er hat sich als Profiboxer eine gute Figur machen. Aber da könnte er sowas zum Beispiel nicht zeigen wie diesen Splash. Big Splash, nein, da ist Sigma Strappo. Die Eurothread bekannt für lange Matches. Mürbt die Gegner immer. Zermürbt, entschuldigen Sie. Jetzt ein Side-Suplex. Ein hoch eingesprungener Elbow-Drop. Peter White hat enorme Sprungkraft. Ja, wollte eingreifen, Sigma Strappo, aber es hat eigentlich, war gar nicht nötig. Jetzt nach langer Zeit wieder der Wechsel. So, da müssen sie noch etwas dran arbeiten. Ichigo Shindawa war jetzt schon lange nicht im Ring. Also ob das das richtige Timing ist beim Taggen. 10 Minuten den arbeiten lassen und dann fast schon wieder 10 Minuten den anderen arbeiten lassen. Ja, Peter White normalerweise mit Slash-Power. Slash-Power, ja. Also Riot-Gas unterwegs und da klappt das natürlich besser. Jetzt Frankensteiner vom Top Rope. Hoffentlich sehen wir bald Riot-Gas in Action bei Video Vegas. Zumindest sind sie geplant im Februar mindestens einmal aufzutreten. Wahrscheinlich bei der WXW in Nürnberg. Wäre natürlich wünschenswert. Und jetzt Ichiwalk. Der Ichiwalk ist... ja, da haben wir ihn. Ichiwalk. Nein. Er will weitergehen. Und das ist natürlich irrsinnig schwierig. Man muss eine unglaubliche Balance haben. Aber jetzt müsste er nicht Sigma Strappo... Hat sich etwas verlaufen? Nein, es geht doch nochmal gut. War kein Complete Ichiwalk, aber es war ein Dreiviertel Ichiwalk. Oh, Backslide. Ja, oh, ein sehr eigenwilliger Elbow. Ich werde auf jeden Fall ich werde in der Pause dem Ordnern sagen, dass sie diese Frau dann bitte entfernen soll. Sie steht wirklich ständig vor der Kamera am Ring. Sie soll zumindest zum Friseur gehen. Ja. Das stimmt. Nein, Wir wollen jetzt hier nichts gegen Fukuhila sagen. Ja, da sehen Sie wieder. Ich glaube, sie ist Deutsche. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, sie ist Deutsche. Holländer, glaube ich, haben einen besseren Geschmack, was die Frisuren betrifft. So, jetzt EG in die Ringseile. Und Big Clothesline vom Sigmaster. Wuchtig da. Und ein Leg Drop. Auf die Matte und den kennen wir vom Sigmaster. Hatte Eiji heute, ich habe es nicht genau beobachtet, sein Outfit an? Sein ja, natürlich. Hatte er. Jetzt zeigt Eiji einen Bulldog. Nein, der reißt ihm ab, der Bulldog. Besser gesagt, Sigi hat gekontert. Sigi gekontert, ist der Legendäre, was macht der Legendäre jetzt? Mischt sich ein, aber Eiji schafft es ja noch, Sigmaster zu bearbeiten. Will hier aber, zeigt uns hier einen Top Rope. Move wahrscheinlich. Er zeigt er ab und zu den 450. Nein, Senden, aber die geht daneben. Senden geht daneben. Den 450? Ichi Kushinawa. Den hat er, glaube ich, einmal gezeigt. Aber es ist schon lange her. Aber jetzt Swiss Greetings from the Alps. Das reicht im Normalfall. Das müsste es sein. Nein. Nein. Er probiert Ansatz zu... Oh, den kennen wir auch, Herr Peter. Was geht ab? Ja, was geht denn ab? Und jetzt müsste ein Covern. Wo ist Matt 2K bitte? 1, 2, 3, jawoll! Das war's. Verdienter Sieg für die Eurothread. Ja, so ungern ich das mache, aber man muss das sie haben einfach. Sie sind einfach. Cleverer gerestelt als Peter Tag White und Eiji Koshinawa haben hier nicht gut harmoniert. Viel zu wenig getaggt, meiner Meinung nach. Beide Big Egos haben zu lange im Ring verbracht. Nein, so geht's nicht im Tag Team Wrestling. Ich glaube, Peter White soll sich auf seine Solo-Karriere konzentrieren oder aber mit seinem Partner Slash Power, mit dem er ja schon ein Eye-Raker für Matt 2K. Naja, Eye-Rakes gab's heute schon genug und ja, Peter White jetzt da etwas
konsterniert im Ring. Naja, aber er braucht sich da nicht wundern. Es gibt einfach niemanden, der besser ist als wir. Da hat er nicht ganz unrecht. Hat er nicht. Oh, was hat Peter White mit. Was macht er hier mit Eiji Kushinawa? Oh! Das ist der Ansatz zur Primetime! Warum mit. Warum Peter White? Warum? Ja, Peter ein schlechter Verlierer jetzt. Also, das kennen wir von ihm gar Moment, nicht. Jetzt Moment, sagt Moment. Uns noch was. Wie ist die Stimmung? Get out of the ring! Out here! In my eyes, you are no more than such a crap. You're not a wrestler, no. You can cook some sushi, not more. And I don't like sushi. So I drive 1,000 kilometers from Vienna to get in. And I'm not here to lose with this pimp. So give me another chance. I want the tag team champions right now. Give me a partner and I'll fight against them. Peter, haben Sie das gehört? Und da haben wir Extreme und es schaut so aus, als würde Peter White einfach weiterkämpfen. Also ja, das sind die Promoter jetzt gefragt. Ja, es schaut so aus. Lassen. Und ich glaube, jetzt haben wir dieses angesagte Tag Team Match. Also outfitmäßig passen sie schon mal besser zusammen als Peter White und Eiji Kushinawa. Ja, also, na gut, okay, wenn Peter White die Kraft noch dazu hat, noch ein Match zu gehen jetzt. Ja, so viel hat er nicht gewrestelt. Okay. Extreme kennen wir, Peter, der ist wirklich ein guter Mann. Ich will ihn sogar vom. Agil wie ein Flummi. Ich will ihn sogar vom Highflying her höher einschätzen als Eiji Kushinawa. Vielleicht nicht zu erfahren, aber absolut ja, von den reinen Highflying-Aktionen auf alle Fälle. Ein spektakulärer Mann. Na gut, schauen wir mal. Und aber wenn jetzt wirklich die Tag Champions kommen, ja, auf jeden Fall. Also natürlich zwei ganz. Ich glaube schon, denn sonst. Wäre es ja, ich kenne kein anderes Team, das heute Ambitionen hat. Peter White wollte ja auch die Tag Champs. Und ich nehme an, jetzt müssten kommen Louis van Aden, alias Famous, und der Medienstar. Heute einmal in Tag Team Action. Na gut, warum nicht? Der Medienstar hatte ein schweres Match gegen Crazy Sexy Mike bei der GSW. Und was wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben, Michael Kovac mit einem Title Belt. Die sehen hier alle irgendwie ähnlich aus, die Title Belts heute. It's on your eigenes Verkehrsschild, ist es nicht lang. Just it's so famous, always famous. Aha. Obwohl ich jetzt glaube, dass Famous hier nicht ganz verstanden hat, was Michael Kovac gesagt hat. Ich hoffe nicht. Ja, aber schöne Gürtel haben sie, die Holländer. Ja, jeder einen so ziemlich. Und das sind eben die Tag Team Champions. Warum nicht? Ich meine, ich glaube, Michael Kovac legt nicht allzu viel Wert auf Gürtel, aber warum nicht? Das ist eine schöne Geste der Holländer, ihm den Tag Team Gürtel zu geben. Naja, gibt's vielleicht. Eigentlich hat ihm ja Famous gegeben. Ja, okay. Dem, das ja. Board. Schauen wir mal. Gibt's ein Statement vielleicht von Michael Kovac? Das wäre schön. Das für ein Team hier. Ich kenne das Team nicht. Es scheint aus einem Film zu sein. Setz die. Jetzt sind sie da wohl etwas voreilig, die beiden. Aber vielleicht sollen sie sich die Gürtel mal ansehen. Haben bereits die Tag Belts in der Hand, aber vielleicht wird das auch das einzige Mal sein, dass sie in der Hand haben. Denn am Ende, da werden wir sehen. Aha. Dieser Partner
The first thing I have to say is the Netherlands is a nice country. No, thank you. And you know why? Because I'm here the first day and I'm a tag team champion already. That's real nice. Thank you. I mean, that was the best thing I could do. Just hand me the belt. Because I fought so many good people. And okay, there are a few good guys here. But it was the best bet to make me the champion right away. Yeah? But as I come here to fight, I will, together with my partner Louis. He's a really nice guy. And hey, he is famous here, I heard. He is famous. And the nice guys we are, we will give you the pleasure of watching our first title defense. Thank you. Ik zal er nog even wat aan toevoegen. Want zeker, ja, Engels, Duits, het mag allemaal. Een beetje Engels kan het waard. Zoals ik al zei, grote jongens, kleine jongens, het maakt voor Louis niks uit. Ik heb twee van die schrijnende dingen die we samen vast mogen houden. En dat blijft ook zo voor de hele avond. Ik wens u veel plezier met deze wedstrijd. Dit is iets anders dan de Sesamstraat die we net hebben gezien, hoor. Also, dat verstehe ik bij manche Parisch interviews meer. Gut, die Parisch Interviews übersetzt. Beziehungsweise IQ-Interviews, tut mir leid. Ja, auch Parisch hat schon Türkisch gesprochen, nein, aber die übersetze ich ja auch. Nur ich kann leider wirklich kein Wort Holländisch. Und naja gut, aber ich nehme an, dass Louis van Eeden ähnliches wie Michael Kovac gesagt hat. Also er ist stolz jetzt, die Tag Team Gürtel zu verteidigen und hat sich einen super Partner in Michael Kovac hier. Das war auch etwas Merkwürdiges. Es war so eine Mischung aus sich einschleimen beim Publikum und gleichzeitig die FCW etwas runtermachen. Sie meinen jetzt für Michael Kovac? Ja. Na gut, er ist Medienstar, ja, Peter. Er hat gewisses Vorrecht, das zu sagen. Verzeihen Sie es auch ihm. Ich meine, dieser Mann gehört zu den Top 5 Leuten in Europa. Und im Englisch eindeutig etwas sicherer als Peter White, muss man auch sagen. Ja gut, er war in Amerika. Einsteiger jetzt von Medienstar mit Extreme, der noch immer dieses Bandana oben hat, das heißt sicherlich... Sieht ja etwas aus wie ein Vorstadtpirat. Sieht eigentlich aus ein bisschen Hakushi ähnlich. Und immer noch, Herr Peter, sehen Sie diesen Kopf? Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Er steht einmal nicht Solero im Bild und dann haben wir sowas. Wow! Schwinger, Drop! Das war ein Drop! Also ich glaube, da ist jetzt Peter White ganz kleinlaut geworden in seiner Ecke. Schau mal, herrliche Aktionen von Extreme, also das wird sicherlich ein Top-Match werden. Er hat natürlich Jobs mega Masse als Michael Kovac zwei. Und... jetzt ein Spin-Kip von Michael Kovac. Da geht schon zur Sache. Oh, jetzt schon der Handspring Elbow! Wow! Und Bulldog hinterher, also Vollgas gleich von Michael Kovac. Vollgas und da fliegt das Bandana. Und der verliert hier gleich die Hose, Extreme. Ja, gut. So sehr hat ihn Michael Kovac beachtet. Michael Kovac gezeigt, wo es lang geht, nach diesem wirklich Feuerwerk von Extreme zu Beginn, aber... Jetzt muss Peter White mal zeigen, dass er es verdient, hier in diesem Tag-Title-Match zu sein. Gut, wir haben im Lockerroom, war ich vor unten, Mallorca gesehen, der kein Match bekommen hat heute von der FCW. Er hat nur einen Auftritt in der Battle Royale. Eigentlich hätte sich vielleicht sogar Mallorca, schöner Ausheber, Mallorca einen Tag-Title-Shot verdient mit Extreme. Was meinen Sie? Naja, ich glaube, da ist einiges an Politik dabei. Man muss es einfach so sagen, man mag Mallorca nicht besonders in Holland. Leider. Naja. Aber das hat er sich natürlich selber zuzuschreiben, keine Frage. Ja, sicher, mit Sicherheit. Jetzt ein... versohlt er wirklich Peter White. Oh, auch wieder ein Eric. Wieder ein Eric, das sehen wir nicht gerne, haben wir heute schon oft gesehen. Scheint Schule zu machen und hier ein Suplex. Aussehbar Suplex von Louis van Eeden.
Half neuer Mann hier. Fotografen rundherum um den Ring. Was soll man machen? Das ist natürlich ein großes mediales Ereignis. Das stimmt. Na gut, wer ist denn hier der Referee? A Referee in diesem Match, lassen Sie mich schauen. Es ist Frankie, wie heißt dieser Mann? Der Holländer. Sieht ein wenig aus wie Paul Pfeiffer von Wunderbare Jahre. Nein, es ist der Frankie. Ich glaube, der holländische Ref. Ich kenne seinen Namen nicht, aber es ist der holländische Ref. Von Wunderbare Jahre? Sie meinen... Den Nachbarsjungen. Ohne Brille. Ach so. Da kursieren die Gerüchte, dass das Marilyn Manson sein soll. Jetzt fangen Sie nicht mit so etwas an, Michael Howard. Big Boot to the face. Und Flying Clothesline von Peter White, aber etwas tief. Aber gut, also sich verknörkelt ein wenig. Ich kenne von den wunderbaren Jahren nur Fred Savage. Ja, nicht auch Jason Hervey, der Russian Elbow. Mit Russian Missy Hyatt. Herr Peter, unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe jetzt soeben einen Leg Drop in einen Elbow kommentiert, weil Sie mit Jason Hervey daherkommen. Sie müssen schon alles nach der Reihe aufsagen. Nicht quer durch. Ja, wunderbare Jahre, das hat mir immer sehr gut gefallen früher. Ja, fahren Sie fort jetzt mit Jason Hervey. Was wollten Sie sagen? Ich wollte nur sagen, dass der ja mal Missy Hyatt liiert war und von daher sollte man ihn als Wrestling in Wirklichkeit oder war das Storyline bei der WCW? Ich denke wohl, es wird in Wirklichkeit gewesen sein. Okay. Missy Hyatt war ja ziemlich umtriebig, sagen wir mal so. Guter. Jetzt wird der Medienstar in den Mangel genommen von Extreme, während Peter White den Referee ablenkt. Also das sind natürlich Spielchen, die wir von Peter White eigentlich nicht kennen. Hat er sich das vielleicht von der Eurothread abgeschaut aus dem letzten Kampf? Er hat sich hier kurz seine Attitude und da schon wieder der Eye-Rake, also löst hier fast den DDT ab als meistgezeigter Move. Ja. Aber nein, da kursiert noch immer, denke ich, der Low Blow an erster Stelle. Oh, ein schöner Hip-Toss. Jetzt wieder der Leg-Drop vielleicht? Nein. Elbow-Drop. Diesmal war es ein Elbow-Drop. Ja. Sie hätten sich sagen dürfen. Ist schon, ja, gut. Aber sehen Sie jetzt bitte keine Geschichten von Jason Hervey. Das verwirrt mich. Während Extreme, der ja, wie Sie schon bemerkt haben, das fast das gleiche Outfit hat wie Peter White, deswegen passen sie so gut zusammen. Schauen Sie sich das an. Wow! Ein Spagat! Sehr beweglich, dieser Mann. Dieser Mann ist ja wirklich, also einer, wirklich eine Gummiball. Swinging Neckbreaker. Sehr schön gemacht und... Und das ist natürlich Wahnsinn. Das ist sehr beeindruckend, also schenkt einen Martial Arts Background zu haben. Ein kleiner Karate Kid. Also Karate Kid konnte das mit Sicherheit nicht. Sie werden Ralph Macchio. Ja, Daniel San war eigentlich eine Pfeife, muss man sagen. Aber naja gut, aber er hatte Herz. Aber jetzt, hier... Da, ja. Oh mein Gott, Katzdorf Crocker. Herrlich! Da hat er seinen Mr. Miyagi gefunden jetzt, der Extreme, in Michael Kovac, und da ist schon wieder Louis van Eden. Louis van Eden, einer der Publikumsliebling. Obwohl er seine Einstellung sonst zu wünschen übrig lässt, aber er ist natürlich Holländer und bei der FCW natürlich als Lokalmatador dann angesehen. Ja, also er ist eigentlich eher Face als Heel. Er war zwar bei Team mit Bad Boy nicht unbedingt Publikumsliebling, aber... Oh, Michinoku Driver, wunderbar. Aber jetzt mittlerweile mit den Medienstar an seiner Seite ist er eindeutig hier... hat er die Gunst des Publikums. Das Cover 2 und der Extreme kommt raus. Das zweite Mal, dass wir Extreme sehen bei Video Vegas, eigentlich... Das nicht erst, offiziell. Nicht offiziell das zweite Mal, aber wir haben ihn ja schon bei Shooters gesehen. Ja, beeindruckend da gegen Johnny Storm, also er beherrschte einige High-Flying-Aktionen, die sonst, denke ich mal, in Europa fast niemand kann. Shub Khan in einen Bulldog von Extreme. Zum Beispiel den Phoenix Splash. Sie wissen es aus der Moonsault-Position, einen 450, also ja, ja. Das kann nur dieser Mann. Hat bis jetzt nur dieser Mann gezeigt.
in der Euroszene. Aber in Japan haben jetzt einige. Also ich meine ja in Europa. In Europa. Peter White jetzt ein bisschen Pause gemacht, ist es wieder drinnen. Big Suplex von Peter White. Peter White hat sich gemacht. Ich will ihn als Aufsteiger in der österreichischen Szene bezeichnen heuer. Zusammen sicherlich mit Iceman. Naja, Iceman würde ich sagen, war es voriges Jahr. Ich glaube, Peter White hat... Ja, oder überhaupt das Team Riot Guest vielleicht, die haben sich beide gemauert. Ja, sicher, weil Iceman ist doch, also heuer, glaube ich, kann man jetzt nicht mehr als Aufsteiger bezeichnen. Er ist ja schon eigentlich jetzt ein gemachter Mann. Aber Peter White mit wirklich jetzt einem, hat unheimlich zugelegt an Körperbau. Hat. Na, jetzt raus für Extreme. Get out! Und ja, Peter White legal. Das ist das Wichtigere im Ring mit Louis van Aden. Man kann ja sagen, dass Peter White und Mallorca ungefähr zur gleichen Zeit angefangen haben, während wir hier einen Ansatz zu einem Power Slam sehen. Und ja, aber das hätte fast, ich habe geglaubt, er rollt da reversed, ist Louis van Aden, aber doch nicht. Aber Peter White hat, glaube ich, entweder hat er die besseren die Leute gehabt, besseren Ratgeber. Mallorca hat es irgendwie nicht so geschafft. Noch nicht, sagen wir mal. Oh, Louis van Aden kontert und Big Flow, Double Clothesline, Double Clothesline. Angeflogen. Und ja, vermöbelt eigentlich jetzt beide. Und der Medienstar ist natürlich noch da. Das darf man gar nicht vergessen. Also wenn man, wie gesagt, diesen Medienstar als Partner hat, das ist ein irrsinniger Backup. Einsteiger jetzt und es kommt hier wieder ein Leg Drop. Was halten Sie so von der Laufbahn des Mallorcas? Hat irgendwie nicht die Personen, die Hintergrund finden. Er hat sich vielleicht im falschen Moment mit den falschen Personen. Nein, Michael Kovac. Nein, Michael Kovac, das dürfen Sie nicht. Nein. Nein. Ah, oh, Ansatz zum Pancake. Der gelingt. Oh, das könnte es sein. Also, das müsste eigentlich die Titelverteidigung sein. Eins, zwei, nein. Extreme ist C, der kommt da nochmal raus. Also was ich sagen wollte, mein Mallorca hat sich vielleicht im falschen Moment mit den falschen Leuten verscherzt und ist doch so ein bisschen auf der Suche nach Speaking Gimmick und oh mein Gott, da hat es ihn von den Beinen gerissen, also der muss jetzt ganz heftig einsteigen. Also eventuell 2002 ein neuer Anfang für Mallorca. Ja, es wäre zu wünschen. Erzählen Sie doch ein klein wenig über Extreme, nachdem wir zum ersten Mal offiziell hier ist. Also Extreme sieht ja nicht jeder Extreme ist heuer 2001 erst eingestiegen in die Szene. Ich habe zum ersten Mal etwas von ihm gehört, das war so früher in den Sommerreichen 2001, da hatte er seine ersten Matches bei der NWA. Er hatte einige Zeit in Amerika verbracht, ist glaube ich auch Amerikaner. Sind wir einige Supermoves jetzt von Extreme. Oh, Kopfscher. Oh. Also ganz gefährlich. Also das war ja fast schon eher ein Pedigree. Oder? Was hatte die Auswirkung gehabt? Eines, ich würde fast schon sagen, als eines, was hätte der Outlaw Round Bass damals gemacht für einen Move? War das nicht eine Pedigree? Es war der Pedigree. Es hatte fast schon die Wirkung gehabt jetzt, aber es war natürlich keiner. Eigentlich undefinierbar der Move jetzt. Kopfschere ist eigentlich... Da, oh mein Gott, das zeigt er jetzt auch! Zahle ist ja Kovac heim, das gibt's ja gar nicht. Fast noch höher gesprungen als der Medienstar. Da bin ich jetzt beeindruckt. Big Closer jetzt von Peter White. Der jetzt schon müde wirkt, das merkt man. Also ja, es ist doch sein zweites Match. Also, ist schon gut 25 Minuten jetzt zugange. Aha, das kennen wir von Peter White jetzt, diese Kopfschere, diese Ausdecke aus, sehr schön gemacht und da hat er noch Zeit zu feiern. Da geht die Stimmung natürlich gleich an, die Decke. Mockt er jetzt Michael Kovac? Nein!
Das sieht man von Peter White eigentlich nie. Warum macht er das? Das hat er nicht nötig. Aber dieser Mann beeindruckt mich, die jetzt von Extreme. Der, wie gesagt, in Amerika war. Und ist dann irgendwie in Deutschland aufgetaucht. Die NAVA dürfte ihn dann irgendwie unter die Fittiche genommen haben. Und dort hat er seine ersten Auftritte. Mehr weiß ich eigentlich nicht über Extreme. Muss ich schon jetzt sagen, also sicherlich mein Lieblingswrestler aus der NAVA. Er ist auf jeden Fall... Oh, der Minions da! Ja, ja, das kommt davon. Wenn man Sie mal, wer fotografiert denn hier? Der Glatzkopf oder dieser... Diese Frau? Den links daneben, meinte ich, aber... Ist das Daddy Cool? Es sah so aus. Na gut. Ist natürlich auch begeistert, wenn der Medienstar hier auftritt und... Oh, jetzt ein... Das Match geht ja schon gute 15 Minuten. Ich würde so gerne so noch wirkliche High-Flying-Aktionen von Extreme und... Michael Kovac. Das könnte es jetzt aber natürlich schon sein. Elbow-Drop jetzt auf Extreme. Und noch einer. Michael Kovac hat ja einige neue Moves im Repertoire. Michael Kovac hat immer neue Moves im Repertoire. Es hat ein unbegrenztes Repertoire an Moves, an Aufgabegriffen. Doppelter Elbow jetzt. Ist jetzt Peter White von der Apron runtergefallen? Peter White ist etwas angeschlagen. Vielleicht, oh, was ist das für ein... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kopfstoß in die Weichteile, das ist natürlich schmerzhaft. Nach diesem Match werden wir eine kleine Pause machen, auf jeden Fall. Oh, wieder! Ist denn das nötig? Ist denn das nötig? Jetzt ein good old fashioned Rope Burn, also für einen Face-Wrestler schon eigenartige Aktionen hier. Ja, ein bisschen Comedy zeigt er oft, dieser Louis van Eden, aber jetzt wieder ein Low Blow. Das hat er sich selbst zuzuschreiben und jetzt... Da geht's raus jetzt, Der Stark kommt jetzt zur Hilfe. Achten Sie auf Extreme. Oh, da zeigt er, oh, da will er, um Gottes Willen, was macht er jetzt Extreme? Oh mein Gott, senden nach außen und auf alle beide auf der Medienstar. Was kommt Peter White? Und hier ist lange Schwung. Schwarm, Gottes Willen. Also. Hat er sich hier nur aufgewärmt? Oder? Er ist jetzt wieder und... Da ist er wieder, Peter White. Michael Kovac braucht da lange, bis er aufsteht. Und da kommt da Peter White. Mit einem Microsoft-Body. Nicht so spektakulär, aber dennoch. Also unglaubliche Medienpräsenz hier. Das latscht uns Mr. Ace auch noch ins Bild und Dropkick. Dropkick vom Top Rope von Extreme. Naja, vielleicht sollten wir die Videopolizei ins Leben rufen, die dann solche Individuen dann verhaftet und sagt, tut mir leid, sie haben hier nichts verloren. Videopolizei. Wäre nicht schlecht, oder? Aber man kann auch mit digitalem Schnitt zum Beispiel viel machen, aber so viel dann auch nicht. Wir haben nicht das Budget des Herr der Ringe. Wir können hier die Leute. Gut. Wir können hier die Leute nicht digital entfernen aus dem Bild, leider. Billy Eichel ist ja auch, kein Rockefeller. Gut, zurück zum Match jetzt. Peter White jetzt mit einem Camel Clutch. Gegen Louis van Eden. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier aufgehen wird. Angefeuert, Louis van Eden. Mit Louis rufen. Louis, da sehen Sie es. Gut besucht die Halle. Circa 250 Zuschauer. Da ist wieder Peter White jetzt. Und er ist heiß, er ist sauer. Ich weiß nicht, welches Problem er heute hat, Peter White. Er hat verloren mit Eiji Kushinawa, aber mein Gott, das kann doch passieren. Wie gesagt, ohne jetzt. Und da beißt er in die Weichteile, um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Jetzt müssen schon... wir wirklich in Gehlen, denke ich mal. Ja, aber das darf man doch nicht. Da muss man sofort eine Disqualifikation aussprechen. Peter White wird in die Weichteile gebissen von Louis van Eden. Also da fällt mir jetzt wirklich nur eins dazu ein. Ja. Hoffentlich hat er hier eine feste Unterhose an, der Peter White. Oder zumindest einen kleinen Schützer.
Dem Luis von innen nimmt der Ausdruck vor gar nichts. Na, das hat jetzt mit Grausen nichts zu tun. Ich meine, wie der Weiter wrestelt jetzt hier schon seit gut 35 Minuten. So, das, und so das meinen sie. Na gut, okay. Da muss er halt in Zukunft mehr Magnesiumkapseln essen, um zu schwitzen. Und jetzt wieder extrem im Ring. Bitterweit muss sie jetzt schonen. Close on jetzt von Luis van Aden. Wir haben bald das 20 Minuten Time Limit. Sehr langes Match. Und ich glaube, es gibt eigentlich hier, glaube ich, gar kein Time Limit. Es gibt nur... Da ist es ein Titelmatch da. Titelmatch, glaube ich. Aber wir haben die 20 Minuten Marke bald erreicht. Und na gut, man hat den Medianstar im Ring. Inverted Spinebuster. Eine schöne Combo. Extreme kommt wieder raus, also. Gefällt mir sehr gut, Extreme. Ich will mehr von Extreme sehen in Zukunft bei Video Vegas. Ob das möglich ist, naja. Ja, wir hoffen es mal. Und oh, Ansatz! Ansatz zum Cobra Crusher! Cobra Crusher! Und jetzt, ob er noch ein Kick für Peter White. Ob er uns heute den Coverkill zeigt. Also, nein. Oh, ein Low Blow wieder. Jetzt Rocker-Dropper. Rocker-Dropper jetzt von Extreme. Jetzt geht's aufs Stop-Rope jetzt. Und was kommt hier? Jetzt, glaube ich, kommt der Finisher von Extreme. Oh Gott, das oh, ich glaube, das war der Stardust Press, oder? Ich kenne ihn als Phoenix Splash. Also okay, Phoenix Splash, einer unserer Phoenix Splash. Er hat ihn, glaube ich, noch nicht getroffen. Also ich habe ihn zweimal gesehen und beide Male ging er daneben. Ja, gut, das ist, aber, das ist ein High-Risk-Move. Also. Aber wenn der sitzt, dann ist natürlich alles vorbei und... Oh, DDT! Ein High-Impact-DDT war das jetzt von Michael Kovac. Also das Match ist wirklich bis jetzt also eindeutig das Beste des Abends. Würdig. Oh, Falcon Arrow! Da muss ein covern! Michael Kovac, da muss er covern! Musst du da? Luis van Aden hat da jetzt was vor. Ah, oder. Oh mein Gott, das könnte der Van Aden Salt! Oh herrlich, der Van Aden Salt! 1, 2 und 3 und das war's! Vorbei! Verdient. Peter White hat wieder verloren. Doppelt verlieren, naja, gut. Aber andererseits, er selbst ist nie gepinnt worden. Gut, das ist hier nicht Sieger bleibt am Tisch und auch nicht Verlierer bleibt am Tisch. Ich glaube, jetzt wird sich Peter White wohl oder übel in die Umkleidekabine begeben. Er wird sich nach Bissspuren untersuchen. Außerdem hat er gar nicht mehr, glaube ich, die Kraft für ein weiteres Match. Wäre auch unnötig. Ja, und es ist doch, glaube ich, niemand mehr da, den er herausfordern könnte. Oh, da ist er hier, Peter White. Böse. Na gut, Herr Peter, gehen wir mal in unsere verdiente Pause. Sehen wir mal, was das Buffet hier zu bieten hat. So, Herr Peter, wir sind zurück, haben eine Pause gemacht. Ich war beim Buffet und Sie waren in der Sauna, habe ich gehört. Was soll denn das? Richtig, ja, wenn es dieses Angebot hier schon gibt, dann soll man das auch nutzen. Ja, ist ja gesund. Und da haben wir jetzt eine Battle Royale, wie es oft der Fall ist in der... Oh, ich habe Tyrant gesehen. Tyrant? Ja. Und ich habe Tequila gesehen. Ja. Oh. Oh, Mallorca. Ja, auch dabei, ein Favorit hier. Wir haben ja Thumbtack, Jack und einige... Destructo. Destructo. Nein, Destructo. Destructo vielleicht, nein, egal. Ja, aber ansonsten relativ viel unbeschriebene Blätter hier im Ring. Ja, großteils. Also man kennt ein paar Leute, aber alles andere sind Rookies, die wahrscheinlich zum ersten Mal hier im Ring stehen überhaupt. Ja, Battle Royale ist vielleicht ein guter Beginn für solche Leute, oder? Was meinen Sie? Ja, wenn er sich in Grenzen hält, sage ich mal. Es gab da ja schon Rookie Battle Royals, die ins Unermessliche dauerten und dementsprechend langweilig waren, aber das hoffen wir nicht. Oh, Jason! Jason! Oder ein Wir nennen ihn einfach Jason. Jason. Schwergewichtiger Mann. Doch mal, ja, schon für eine Battle Royale relativ. Mein Favorit ist dennoch hier Mallorca. Vom Papier her. Mallorca und Tyrant, wenn sie es ausmachen.
Ja, Tyrant wollte ich auch nennen, aber diesen Jason, glaube ich, den darf man nicht unterschätzen. Und hier sind sie schon, Tequila rechts mit einem Dropkick jetzt in die Ecke. Tequila, er ist bekannt natürlich von Foreign Assault, wo er mit diesem ungeheuerlichen Sprung in die Tiefe bekannt wurde. Ja, also manchmal reicht der eine Aktion, um berühmt zu werden. Und Tequila ist es. Absolut. Oh, da geht er wieder rauf, Tequila. Vorsicht, Vorsicht. Aufpassen auf den zweiten. Oh. Ein Dropkick. Und Tyrant hier mit einem Rookie am Rücken. Wo ist Mallorca? Da ist er. Und ich kenne hier wirklich nicht viele Leute, muss ich sagen. Nein, also... Tequila purzelt mal wieder durch die Gegend. Oh, da geht einer raus, dieser... Nein, nicht maskiert, er, glaube ich, hat eine Gesichtsbemalung. Und er ist ausgeschieden. Einer der Ersten. Mallorca choppt hier Tequila. Da soll er doch fest dazuschlagen. Ja. Das war ja damals ein Upset, dass Mallorca gegen Tafkal verloren hat. Also sagen Sie das nicht, Tafkal, einer der unbestrittenen Superstars der FCW. Ja, aber sehr beliebt ist und, mal. Und dieser weiße mal Super Crazy Verschnitt. Dieser weiße Super Crazy Verschnitt, während Mallorca jetzt von Tyrant Schläge einstecken muss. Sandy Lee, sein Valet, ist draußen, sie hat ihn zum Ring begleitet, ist jetzt immer in seiner Nähe. Und ja, gut. Und hier haben wir Destructo, powerbombt hier einen Mann jetzt. Eine Battle Royale bringen aber solche Moves eigentlich wenig. Jason, sehr clever, steht immer in der Mitte des Rings. Jason. Nicht in Gefahr, eliminiert zu werden. Oh, da haben wir Eddie Lacombe, den... Oh, Tequila muss fast... Mallorca! Aber er holt... Ja, haben Sie diesen Gesichtsausdruck von Tequila gesehen? Das blanke Entsetzen. Ja, aber Mallorca... holt ihn wieder zurück. Oh, jetzt ein Kopfstoß. Ja, Mallorca. Ich tippe... dass er diese Battle Royale für sich entscheiden wird. Er ist auch, muss ich sagen, massig. Und hier, aha. Ja, der Schlag hat hier nichts eingebaut. Da fängt er jetzt sich von diesem weißen Super Crazy Verschnitt eine rechte ein. Und jetzt muss er womöglich hier bezahlen, zu zweit wieder, aber er bleibt am Apron. Ja, die ganze Erfahrung sieht man da. Zahlreiche Battle Royals hat er schon absolviert. Und ist mit Sicherheit kein Rookie mehr. Nein. Jetzt muss aber Destructo. Jetzt hat er Mallorca. Oh, das tut weh natürlich. Selbst Mallorca fühlt hier etwas. Da haben wir jetzt diesen Dutch Hardy Boy. Also, der wiegt maximal 50 Kilo. Ja, als wenn er nass ist. Vorne, den kenne ich überhaupt nicht. Diesen Mann, der jetzt sich erhebt, jetzt von Jason Schläger. Sieht weniger aus wie Fiverr Rock, finde ich. Nein. Also, ja, mit Osteoporose vielleicht. Schauen Sie sich. Das ist etwas buckelig. Tequila hat es, glaube ich, erwischt. Und von lauter Schabernack haben wir hier übersehen, wie Tequila rausgeworfen wurde. Und das war. Wo war Tequila? Tequila ist rausgegangen. Tequila ist schon weg. Oh mein Gott, das haben wir jetzt versäumt. Ja, also der Ring leert sich langsam. Da läuft einmal so. Aber sehen Sie mal, wer ist denn hier? Das war der Tafkal? Also, das war's schon wieder für Tafkal. Unglaublich, also. Da hat er sich kurz verirrt hier in diese Battle Royale, aber. Schade eigentlich, dass er nur so kurz hier. Ja, er hat ja ohnehin heute noch ein Match, seinen Lightweight-Titel muss er verteidigen. Ja, das wird sicherlich ein Klassiker. Aber wie gesagt, Tafkal war eigentlich jetzt wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht inoffiziell drinnen. Bitte, Mr. Henkel, rufen Sie doch endlich die Haarpolizei an. Wieso? Also, Sie meinen, die Person, die uns da etwas im Weg steht, aber jetzt nicht, zum Glück im Moment nicht zu sehen ist, Modern Style Fokuhila. Naja, ab und zu trägt man das noch. Pete Johnson, glaube ich, trägt diesen Haarschnitt nicht mehr. Da ist sie. Oder es, besser gesagt. Und jetzt. Da muss Destructo hängt nur mehr am Seil und jetzt ist er weg. Jetzt, ja. Geschickt gemacht von Mallorca. Und Destructo ist ausgeschieden. Jetzt schnappt er sich einen von diesen hageren Burschen da hinten. Mein Gott, was will denn der gegen Mallorca? Also hat er überhaupt nichts verloren. Aber da sind jetzt auf einmal zwei. Zwei?
Und da darf er doch nicht, nein, nicht mal Orca, bitte nicht. Das sind doch nur zwei so Solettis mit Schultern, also ja, bleibt auch drinnen, Mallorca. Thumbtack Jack jetzt hängt in der Ecke. Und Eddie Lacombe fängt sich eine Powerbomb ein von Versuch einer Triple Bomb, aber oh mein Gott, Mallorca, aufpassen! Oh nein! Das gibt's nicht! Ein Upset! Ah, schade. Also, jetzt ist mein Main Pick weg. Der Tyrant ist, glaube ich, noch drinnen Tyrant und Jason ist noch auch drinnen. Noch. Aber diese beiden Jungen, wie heißen denn die? Vielleicht Ham und Cheese? Ich weiß nicht. Jedenfalls Mallorca ist ausgeschieden. Der ist, gut, vielleicht hat er es eilig. Vielleicht ist er noch im Nachtleben unterwegs auf Schinkenkäse-Tour. Aber trotzdem. Jetzt. Eddie Lacombe vom Top Rope ein Moonsault. Aber schön gesprungen, alles, aber das bringt alles nichts. Brotlose Kunst. Das bringt dir nichts. Jetzt haben wir eigentlich fast nur mehr Holländer im Ring. Außer Tyrant und Thumbtack Jack. Dann wir wissen nicht, wo dieser Jason herkommt. Also dieser Jason, ich würde sagen, er kommt aus Holland. Vorhies ist er kein, sagen wir so ein... Vorheiß. Vorheiß? Vorheiß. Das ist ein... Ja, so ein Vorheiß vielleicht. Ein flämischer Name. Wo ist eigentlich jetzt Tyrant? Und jetzt, was kommt hier? Und da muss Eddie Lacombe raus. Einer der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente in Holland. Was macht jetzt da dieser Hardy Boy? Ah. Will er einen Spot nach draußen wagen und dann ist er ausgeschieden. Und da ist er weg. Völlig dumm. Völlig dumm. Sinnlos, diese Manöver. Das kann man in einem Singles-Match machen. Aber doch nicht bitte in einer Battle Royale. Denn dann ist man ausgeschieden. Tyrant ist noch da. Ui, ein Face-Slam. Tyrant ist noch da. Ja, und zum Glück. Dieser Super... Oh, Back-Suplex jetzt. Nein. Der T-Factor. T-Factor, ja. Der ist neu. Den aber gegen Jason und der liegt jetzt mit seiner Masse in der Mitte des Rings. Aber oh. Setzt sich Tyrant! Oh mein Gott, und Tyrant ist draus. Nein, und schon wieder dieser... Dieser Mann, der auch Mallorca eliminiert hat. Vielleicht ist er einfach nicht zu unterschätzen, der Typ. Dann Mr. Henke, kennen Sie diese IKEA-Werbung? Nein. Kinder verstecken spielen. Die kenne ich nicht. Nicht, aber dieser Mann hätte gute Chancen, sich hinter der Lampe zu verstecken, für alle jene, die sie kennen. Naja, wir haben jetzt nur noch Thumbtack Jack. Der ist noch drinnen. Der. Jetzt geht dieser eine Spargeltarzan raus. Und Thumbtack Jack setzt hier an und ich glaube, jetzt kommt der Trademark Move von Thumbtack Jack. Den haben wir schon oft gesehen. Hat er schon mal getroffen damit? Er hat getroffen, aber heute... Oh, geht daneben, der 450. Er trifft den Fuß, immerhin. Ganz gefährlich. Knallhart. Da kann die Achillessehne ab sein. Von diesem super crazy Typen. Oh, da, ja. Oh, da hat er Probleme. Vier Leute noch in dieser Battle Royale. Jason... Thumbtack Jack, super crazy und Thumbtack Jack geht raus. Wieder war es dieses Mikado-Stäbchen. Joe Soletti könnten wir ihn nennen. Ja, Staccato. Was macht er jetzt? Das bringt doch nichts. Er muss noch drin bleiben. Und spektakulär eliminiert er sich hier selber davon. Und super crazy muss raus. Und Jason gewinnt die Battle Royale. Was auch Sie vermutet haben, ist im Endeffekt eingetreten. Ja, und nachdem er das die europäische WrestleMania ist, vielleicht ein Akt der Cross-Promotion. Es gibt ja einen neuen Jason-Film. Aha, der kommt aber erst. Ja, ich denke schon. Und vielleicht da die Werbung von der FCW dafür. Ja, möglich. Jason, naja. Haben wahrscheinlich die anderen im Ring zu sehr Angst gehabt vor diesem Mann. Jetzt mit einer Streitaxt bewaffnet. Puh, gefährlicher Mann. Oh, da ist jetzt sein Freund oder was auch immer. Sehen sich staturmäßig schon relativ ähnlich. Könnte sein Bruder sein. Oh, naja gut, wie schaut's aus? Haben Sie, was steht am Plan? Oh, was sind wir schon wieder bei der... Hoppla, wir sind schon wieder zurück. Was ist denn das? Ach so, entschuldigen Sie, ich habe geglaubt, wir sind jetzt... Das ist schon ein Match?
Ich glaube, das ist die Setup-Crew für den Ring. Die zusammenkehren. Ja, naja, okay, wir sind im Match, ja, auf meinem Zettel steht es auch. Offiziell, das ist Deep das... Deep Blue Predators. Deep Sea Predators. Deep Sea, Entschuldigung. Deep Sea Predators gegen die Pit Brothers. Wo Klosen geht daneben. Und die Roten sind die Pit Brothers. Und die Grün-Weißen sind die Deep Sea Predators. Also, sehr gut klingende Namen. Aber Namen sind Schall und Rauch, das wissen Sie, Mr. Henke. Jetzt ein Sunset Flip von einem Pit Brother. 1, 2... Wie heißen denn die Pit Brothers im Einzelnen? Ich sage mal Pit 1 und Pit 2. ich weiß es nicht. Man muss es, denke ich, auch nicht wissen. Schöner Belly to Belly, ja, der war schön ausgeführt. Diese andere Pit Brother sehen ein wenig aus, die Tipsy Brothers, wie zwei Pantomimenkünstler. So à la Sammy Molcho. Also ich hasse Pantomimen, Mr. Henke. Jetzt Schläge von Deep Sea Predator 1, sage ich mal. Ich denke, alle vier zusammen sind ungefähr so schwer wie Steve Taurus. Also, gut. Sie sind natürlich auch noch Rookies. Man hat diese Leute noch nicht gesehen zuvor. Erstes Match, das sie hier bestreiten bei der FCW. Aber ich denke, das ist die WrestleMania Europas. Da muss man. Ja, aber vielleicht wollen sie eben diesen jungen Leuten schon vor so einem Publikum bei so einer Veranstaltung die Chance geben, aufzutreten. Und jetzt muss der eine Pitbuller raus, aber geht nicht raus. Bleibt drinnen. Aber jetzt. Nein, wieder nicht. Also. Ha. Was ist da los? Und wieder geht er, wieder bleibt er drinnen. Also ja, das ist das. Keine jetzt muss er raus. Aber jetzt muss er raus. Und da ist schon wieder der andere. Oh, was kommt hier? Oh, der Flatliner. Spots haben sie drauf. 1, 2 und das Match ist auch wieder schon vorbei. Das war eigentlich. Schade. Ja, 2,5 Minuten. Also. Also die Deep Blue Brothers gegen die Sea Deep Liners. Ich weiß es nicht, das ist mir auch egal. Deep Sea Predators haben dieses Match gewonnen. Sollte man gegen die Civitas Satani antreten? Das würde mich interessieren. Ja, also schauen Sie ein Three-Way Dance. Vielleicht sind das Civitas Satani. Ein so hager sind die dann auch. Na gut. Was erwartet uns noch bei dieser WrestleMania in Europe? Nachwuchskämpfe, wie gesagt, sind im Kommen. Yo, Andy Don D'Angelo here. I'm the FCW champion. And I have a match against Steve Torres. But I don't care, because I'm the real champion. So, neben mir ist jetzt ein Landsmann, nämlich Mallorca. Wir haben dich vorhin in der Battle Royale gesehen. Mallorca, du bist hier sicherlich nicht 1000 Kilometer gefahren, um nur in einer Battle Royale teilzunehmen. Bei der letzten Show hattest du Tough Call, the artist formerly known as Lightning Lay. Wirst du heute noch in Aktion sein? Es hätte nur noch besser kommen können. Nach Tough Call. Aber es ist nicht. Warum? Schon Gedanken heute über die Hotelzimmer gemacht, wo du übernachten wirst? Ich habe gehört, es gibt Schinken und Brot und Käse. Ich schlafe dort. Darf ich mitkommen? Du bist immer willkommen. Okay, let's go. Herr Bitter, ich habe bereits eine Übernachtungsmöglichkeit. Haben Sie auch schon eine? Ja, natürlich, wie immer, ich übernachte hier im Marriott. Oh, na gut. Das Video Vegas zahlt das natürlich. Ja, mir nicht. Das überschreitet den Talon. Oh, was haben wir hier? Nein, mein Peter. Also, was passiert jetzt? Hier im Kasperl-Theater, oder? Oh mein Gott, da haben wir diesen Clown, diesen aus Japan eingeflogenen Antronimus, der ja schon bei Fallen Assault mit seinem Partner El Grande irgendetwas, ein Intergender Tag Match bestritt. Das ist lächerlich. Ja, also wenn der aus Japan kommt, dann komme ich auch aus Japan. Ja, vielleicht ist es einer, der nach ihrer Zeit auftrat. Ich weiß nicht. Also ich habe ihn auch bis jetzt nicht in Japan gesehen. Das ist ein wenig lächerlich.
Den Ringsprecher kennen wir auch. Green Nasty. Auch Battle Royale erfahren. Ja. Wir erinnern uns gerne. Bei der EWU Show hat bereits einen Sieg in der Tasche bei der Battle Royale. Aber was... Alle, dass er nicht dabei war. Ich glaube, Antronimus hat auch kein offizielles Match hier. Also die FCW scheint ihm hier nicht die Möglichkeit zu geben. Dürfte ihn aber nicht verstehen. Green Nasty. Und da, oh, da ist jetzt der Referee. Soweit ich Erfahrung bringen konnte, kann dieser Referee Japanisch. Und er möchte jetzt wissen von Antronimus, was er will. Aha. Soweit ich erfahren habe, will Antronimus hier ein Match haben. Da ist der Evil Rider heute da. Leider nicht. Aber Ralf Sieger soll dabei sein. Aber ich glaube, der hat schon ein Match. Der hat auch was Besseres zu tun, glaube ich. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wen sie gegen diese Witzfigur, diesen Enrico der Wrestling-Szene als Gegner. Oha, da ist ja Missy Blonde. Ja, die habe ich noch zuvor unten gesehen bei Michael Kovac im Dressing Room. Aber, ja gut, sie ist Ring erfahren, Herr Peter. Ja, natürlich. Missy Blonde. Ja, dann wird es wahrscheinlich wieder ein Mixed, ich sag mal, Gender Match geben. Also Missy Blonde als Frau gegen Antronimus, den... Ja, ist er ein Mann überhaupt? Ja, er ist eine Pfeife in erster Linie. Ja. Ich glaube, Missy Blonde wird hier den Ringboden mit ihm durchwischen. Gut, Missy Blonde trainiert ja mehrmals die Woche mit dem Medienstar. Und gut, sie kam hier zur FCW-Show als Zuschauerin. Aber jetzt hat sie ein Match. Aber sie ist prepared, das sieht man. Ja, Missy Blonde, da sehen Sie schon. Snapmare jetzt mit diesem, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich sage einfach Enrico der Wrestling-Szene, obwohl ihn Amdam Des sicherlich nicht verpflichten würde. Swoop-in und Clothesline jetzt von Missy Blonde. Cover 1, 2 und das war's auch schon. Also ha, zum Glück, kurz und schmerzlos. Gut, dann würden Sie sagen, gehen wir gleich zum nächsten Match, oder? Ja, hoffentlich. Missy Blonde gewinnt. Aha. Was will jetzt dieser Antronimus? Jetzt geht's weiter, Herr Peter. Oh, bitte. Two Falls. Also. Also. Wieso lässt man hier diesen Pausenclown eigentlich jetzt den Takedown überhaupt noch die Möglichkeit, dass er hier einen zweiten Fall bestreitet? Das ist ja. Also wirklich. Ben von Missy Blonde. Blockt jetzt, blockt Antronimus. Aber Missy reversed ebenfalls diesen Hip-Toss. 2 und da kommt er raus. Ja, aber hat doch keinen einzigen Move gezeigt eigentlich. Muss ja eigentlich. Bis einstecken. Jetzt keinen einzigen offensive Move. Oh, Elbow! Oh, wo haben Sie das gesehen? Wer war denn das? Also der kam jetzt. Der kam jetzt irgendwie bekannt vor. Also, ja, die Zuseher können da natürlich die Pausetaste betätigen. Ja. Die Qualität ist ja digital, man müsste alles erkennen. Ja, jetzt. Oh, das war auch eine Art Flatliner, aber der ging etwas daneben. 1, 2 und da kommt er raus, der Antronimus. Jetzt checkt Missy Blonde aufs zweite Seil. Nein, drittes Seil. Und eine High Cross Body. 1, 2 und das war's. Und das war, glaube ich, auch jetzt endgültig das Ende des Matches. 2-0 Falls. Und bitte, nein, was will Missy Blonde? Ja, möchte sie ihn wahrscheinlich endgültig abservieren. Samoan Drop. 1. Und jetzt raus mit dem Müll. 3-0. Wann gab es denn das eigentlich im Fußball? 3-0 gegen Holland. Oder gegen Japan. Na gut, Japan hat verloren. Aber wann gab es das? Gegen Holland, also das weiß ich nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Vielleicht bei den Mini-Knaben einmal. Das war's für Antronimus. Ich hoffe, wir sehen ihn nicht mehr in absehbarer Zeit. Und hier hilft ihm der... Ja, ein weiteres Highlight.
bei der WrestleMania Europas. Ja, also ich weiß nicht, wie geht das jetzt weiter? Kämpft jetzt als nächstes Beppe Greitmeier? Right now I'm joined by Louis Van Aden. First of all, Louis, congratulations. Thank you. You couldn't find a better partner than Michael Kovac, the media star. Yeah, Michael Kovac, he's great. First, in the beginning, I have to be honest, I thought, well, can he be rich? Well, he can. I saw it in the match. And I think he was there in the corner and I felt great. I saw two big, well, small, you know, extreme little guy. And you saw Peter White and I thought, well, Kovac and I can do great, like rich and famous can. So what's next for you? Probably another title defense in the future for you guys. Yeah, the title defense, of course, yes. But the problem is Kovac is going far away and I don't have a partner for the future. But that's okay, because famous can find someone. But on the other hand, there's more gold in FCW, not just tag team gold. I'm talking about the bigger prize of all, FCW championship gold. Okay, once again, thanks a lot. Congratulations once again. And we see you at the next show. Okay, das war Louis Van Aden. Er hat erfolgreich heute den Abend beendet. Michael Kovac ist jetzt FCW Tag Team Champion. Ob er Rich ersetzen kann? Tja, ringtechnisch auf jeden Fall, aber reich ist der Michael Kovac mit Sicherheit nicht. So, Herr Peter, jetzt. Ja, und wieso haben Sie denn da Famous nicht gleich befragt zu seiner miesen Aktion gegen Peter White? Denn, nein, Herr Peter, ich werde Peter White noch selber, beziehungsweise wir werden versuchen, Peter White noch eine Stellungnahme zu bekommen. Ich habe aber vernommen, dass Peter White ziemlich angeschlagen ist. Aber ich äußere mich erst dann nach einem persönlichen Kommentar von Peter White. Und hier sehen wir einen neuen Mann bei Video Vegas. Ja, diesen Mann kennen wir nicht. Er ist ein Highflyer, Luchadore Sitocci, mit, ich weiß nicht, mexikanischen Wurzeln, italienischen Wurzeln, keine Ahnung. Schaut mir schon eher nach einem Mann aus Mittelamerika aus. Ja, es gibt ja auch in diesem Raum ja genügend Talente. Highflyer. Ja, ja, man kennt sie bei uns nicht so aus Kolumbien oder Ecuador. Dort auch eine reichhaltige Lucha Libre Szene. Ja, und er trifft auf einen Mann, auf den wir uns ganz besonders freuen. Da haben wir den ganzen Abend drauf gewartet. Kurz haben wir ihn gesehen und jetzt ist er da mit seinem Lightning Squad. Tafkal, the artist formerly known as Lightning Lay. Und es geht um seinen Bild heute. Und da ist, was macht denn Steve Taurus da? Wirbelt hier durch den Ring, Tafkal. Ui, ein hochmotivierter Mann heute. Steve Taurus, ich weiß nicht, warum er sich mit diesem Tafkal abgibt. Also ja, Tafkal ist einer der populärsten Wrestler in der FCW und ich sag mal, er badet da etwas im Applaus von Tafkal mit. Irgendwie so eine Paarung Diesel und Shawn Michaels mäßig. Tafkal und Steve Taurus. Also, ich weiß nicht so recht. Dieser Luchadore Sitocci sieht ein wenig aus wie José López. Naja, aber ob er die Leistung von José López auch bringen kann, das bleibt abzuwarten. Los. Ja, vor allem muss man sagen, es müsste ein José López sein nach einer Nasenoperation. Weil, jetzt nicht böse gemeint, aber nein. Also, aber vielleicht, wenn er so viel zeigt wie ein José López, ja, dann erwartet uns einiges. Tafkal jetzt heute wieder mit diesem nabelfreien Shirt. Also, das haben wir bei. Das ist ja fast schon sein Trademark. Das hatte er bei der letzten FCW schon noch nicht. Er hat auch diese Buschmeckerhose heute nicht an. Tja. Jetzt Tafkal verzögert etwas diesen Kampf. Und naja, Luchadore Sitocci ist Außenseiter, das ist klar. Jetzt den Wristlock von Sitocci. Oh, das ist natürlich gefährlich. Also jetzt ein Dropkick. Zwar nur in Hüfthöhe, aber dennoch. Und da steht er wieder, dieser Mann aus, ja, wahrscheinlich aus Mexiko. Whippt jetzt Reversal von Tafkal. In die Ecke. Und ein Hip-Toss von Tafkal.
Und schöner Body Slam Ausheber von Tafkal. Tafkal jetzt lässt sich dominant feiern nach dieser gelungenen Aktion. Luchadore hat jetzt etwas daneben geschossen, sage ich mal, mit seinem High Flying Feuerwerk. Und schauen Sie an, schauen Sie sich den Schläger an. Bearbeitete ihn in der Ecke. Ja. Wow. Jetzt. Ein linker Jab. Der Monkey Flip aber geht daneben. Luchador ist dort, sie steht. Tafkal feiert sich ab und ein Superkick. Ja, herrlich. Von Sitochi. Sitochi. Oh, X-Kick, X-Kick. Schnitt aber nur an. Jetzt nochmal vielleicht. Und wieder ein X-Kick. Der hat gesessen. Aber Tafkal jetzt langsam wieder auf den Beinen jetzt. Oh, was kommt hier? Hier hält. Oh, der geht aber daneben, da steht er nicht. Und ein Legdrop von Tafkal. Ja, die Actor formerly known as Lightning Lay ist natürlich klarer Favorit hier. Hat mehr Erfahrung, hat den Lightning Squad hinter sich. Jetzt geht Luchador Sidochi aufs Top Rope. Und da ist Steve Taurus. Steve Taurus, was macht Steve Taurus hier? Geht sich der hier? Oh, was? Oh, dieser. Da hat er ja viel zu lange gewartet mit diesem. Ja, sieht er vielleicht nicht richtig durch seine Maske, weil da war ja schon längst niemand mehr. Ja. Und da, da sind Foreign Objects. Was zeigt hier Steve Taurus? Nein, also da müsste man sofort eine Disqualifikation aussprechen. Razor's Edge, nein. Oh, was war das? Das dürfte sein Finisher gewesen sein. Taurus Bomb. Razor's Edge in so einem. Die Taurus Bomb. Facebuster. Und da hat Tafkal wieder diese Tabletts, die er schon bei der WXW hatte. Vielleicht ist der Kellner im richtigen Leben. Das kann sein, aber mich interessiert noch immer, ob dies ein No-DQ-Match ist. Es scheint so, denn oh mein Gott, der Referee bekommt dieses Tablett ab. Und ein Legdrop wieder von Tafkal. Cover, natürlich kann der Referee jetzt dieses Cover nicht aufnehmen. Zwei, Taurus! Taurus zählt bis drei und ja, jetzt müsste es eigentlich auch sein, aber natürlich Steve Taurus ist nicht autorisiert hier ein Match zu entscheiden und der Ringrichter, das haben sie jetzt nicht gut gemacht vor, den Ringrichter auszunocken. Jetzt kommt er langsam hoch. Zwei und da kommt er raus. Ja, das war taktisch unklug von Lightning Squad. Währenddessen jetzt wieder auf dem Ball. Jetzt Michinoku Driver von Tafkal. Und das, oh, da hat er wieder zu lange gewartet bei diesem Elbow Drop. Da hat er zu lange gewartet. Und jetzt ist er wieder auf den Beinen in der Luchadore. Kicks, knallharten Kicks und auf den Rücken. Und jetzt hat, nimmt er das ist der Blatt. Ja, und knallt Tafkal auf den Kopf. Ja, auch ein, noch nie gesehen sowas. Das sah ja aus wie bei Tekken. Sehr. Oh, was kommt hier? High Cross Body nach außen auf Steve Taurus. Aber mit dem hat er nicht gerechnet. Der Nummer 1 Anwärter auf den FCW Title. Jetzt ist Luchador Sitochi am. Er hängt so in der Ringecke um. Tafkal will jetzt einen Move zeigen. Was kommt hier? Jetzt dann. Schön runtergezogen von Tafkal. Sieht man selten von ihm solche Scientific Moves. Will er Schluss machen? Da will er Schluss machen. Was kommt hier für ein Move jetzt? Ich kenn's Tafkal. Kündigt es lang an und Sunset Flip. Sunset Flip. Aber das war natürlich nicht klug. Jetzt oh, Jackknife Pin hier. Und das aus. War's. Vorbei. Upset. Tafkal lässt sich überraschen und neuer FCW Lightweight Champion ist jetzt Luchador Sitochi. Nicht ganz unverdient. Aber überraschend, zum ersten Mal hier dabei. Und ein Titelgewinn.
Also, congratulations, Signore Licitucci. Ich kann es leider, mein Spanisch ist etwas begrenzt, aber congratulazione, Signore Licitucci. Da ist er natürlich verärgert und... Das ist er selber schuld, da ist er selber schuld. Zwei anstrengende Matches heute Abend. Oh Mann, das erste Ichikuchinaba. Ich dachte, er ist ein großer Techniker. Er kommt aus Japan. Es gibt große Techniker, Taka Michinoku und alle anderen, aber dieser Spargeltarzan kann wirklich nichts. Deswegen habe ich auf einen anderen gewartet, Extreme Baum. Vieles besser. Aber ich sag's euch: dieser Hannibal-Verschnitt, Louis van Eden. Wenn ihr sehen könntet, was ich gesehen habe, ihr werdet nicht erfreut. Sexy Peter White. Ich weiß nicht, ob das sexy noch lange gelten kann mit dieser Verletzung. Naja, wir hoffen das Beste für alle weiblichen Fans draußen. Peter White, too much for you und es soll dabei bleiben. Danke. Ja, also da bin ich jetzt natürlich, muss ich sagen, erzürnt, Herr Peter. Denn Peter White hat anscheinend wirklich eine Verletzung davongetragen. Von diesem Hannibal-Biss von Louis van Eden. Also, da werde ich jetzt natürlich sofort mit oder nach diesem Match gegen Monsieur Zeger sprechen. Louis van Eden hat sich bis jetzt wirklich als fairer Sportsmann herausgestellt. Aber das, was jetzt passiert ist mit diesem Biss in die Genitalien, geht zu weit, Herr Peter. Das geht zu weit. Hoffentlich ist er nicht tollwütig, Louis. Alles, was in meiner Macht steht, werde ich jetzt unternehmen, um diesem Mann zumindest eine kleine Geldstrafe. Ja, einfach auf. Wie sagt man da? Wie sagt man da, Herr Peter? Was machen Sie da eigentlich? Vergessen Sie es. Ja, mein Laptop spinnt im Moment etwas. Ja, Herr Peter schreibt hier seiner Frau eine E-Mail. Schreiben Sie dazu, PS, schöne Grüße von Mr. Hanky. Werde ich machen, sobald das System wieder läuft, aber hier... Oh, Andy Don DeAngelo! The real champion, Andy Don DeAngelo. Er hat jetzt hier auf seinen Schultern den biggest prize of all in der FCW, nämlich den FCW World Title. Und er trifft auf Steve Towers. Den haben wir vorgesehen mit dem Lightning Squad, aber jetzt ist er alleine in der Singles Competition, ohne Tough Carl, ohne den Lightning Squad. Und Tough Carl wird wahrscheinlich jetzt etwas traurig sein, in der Garderobe sitzen und sich jetzt dieses Match anschauen. Denn vielleicht gibt es einen Title Changer, Peter. Ja, Steve Taurus, etwas kräftiger. Ich würde sagen, auch technisch besser als Andy Don DeAngelo. Andy Don DeAngelo ist meiner Ansicht nach nur ein Poser. Guten Körper hat er, aber er zeigt mir zu wenig im Ring. War bereits im Team mit Peter White bei der WXW Show. Damals verloren sie ja gegen Crazy Johnny Tiger und Martin Nolte. Ja, und da hat das Teamwork nicht so ganz funktioniert. Aber er ist vielleicht mehr ein Singles-Wrestler. Ja, das werden wir jetzt sehen. Gewann ja Anfang des Jahres den Titel von Mad Cow. Seitdem ist er Champ und... Na, jetzt kommt die nächste große Herausforderung gegen Steve Taurus, der, glaube ich, auch beim Publikum einfach besser ankommt. Ja, Gepose. Das ist jetzt alles... Oh, jetzt post auch Steve Taurus, der die etwas bessere Physik hat, massiger ist. Und ich tippe auch, dass Steve Taurus hier den Gürtel am Ende haben wird. Jetzt ein Lock. Jetzt geht es einmal in die Ringseile jetzt. Klopfen geht daneben. Und dieser Bodyblock hat natürlich keinen um. Double Clothesline jetzt. Sind beide relativ junge Athleten, also Mitte 20, sage ich mal. Ja, glauben Sie, dass man auch mal solche Leute wie Steve Taurus bei der VWC sehen wird, Herr Peter? Oder? Ich weiß nicht, ob die Verbindungen nach Holland da stehen.
Aber Steve Taurus wäre sicherlich mal interessant. Backdrop jetzt von D'Angelo. Wer steht denn an der Nummer, auf der Nummer 1 Wunschliste der Holländer bei der VBC? Ist einen besonderen? Der Tafkal natürlich. Nein! Sollte man glaube ich schnell mit dem Booking Committee sprechen der VBC. Flapjack jetzt von Andy Don D'Angelo. Und das erschöpft natürlich einen Mann auch wie Steve Taurus. Das ist ein Joke. Ist auch eigentlich illegal. Es kommt hier eine Art Doppel-Joke-Slam. Ja, schon fast eine Bounty-Bomb. Ja, aber Steve Taurus ist natürlich schon ein ordentlicher Brocken. Wieder in die Seile jetzt. Klosland geht daneben. Was macht hier Steve Taurus? Herrlich, zieht ihn hoch zu einem Back-Suplex. Ganz hoch ausgeführt und jetzt setzt er an. Oh, hohe Elbow-Drops, aller Sting. Ja, nochmal das Booster noch vorher, dass nicht schief geht. Nein! Herrlich, herrliche Elbow-Drops. Referee in diesem Match ist ein Holländer, ich kenne diesen Mann nicht, habe noch nie gesehen. Heute sehen wir eigentlich die deutschen Referees nur sehr spärlich. Haben Sie El Loco Test, glaube ich, gesehen? Vorher war er. Ja, aber der wird sicherlich nochmal kommen. Aber sonst holländische Dominanz hier bei den Referees. Ja, die haben natürlich Heimvorteil, ist ja auch nachzuvollziehen. Taurus in die Ecke, oh mein Gott, Big Boot to the Face. Am Ring sind sie auch Mr. Ace. Der Mann unterwegs für IWW TV. Ja. Die Konkurrenz könnte man oh, sagen. Oh herrlicher! Was war das? Das war ein AC Drop. Ob das reicht? Zwei und. Das war natürlich 9 to count. Wen haben wir noch im Publikum? Also ich sehe von hier Robbie Ventura von den Dragonhearts, sage ich mal. Ich sage absichtlich nicht von der EWF. Das ist momentan der einzige, den ich hier erblicke. Jetzt ein unser Fukuhila Bildstörungselement haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde es digitalisiert und ja, einfach deleted. Ja, also die Halle, wie gesagt, heute gut gefüllt. Mehr Leute auf jeden Fall als bei Foreign Assault. Und gut 100 mehr. Zwei und... Taurus kommt raus. Hat es bis jetzt das gehalten, was es versprochen hätte sollen im Vorfeld? Diese Matches jetzt, die Qualität dieses Events. War jetzt Frankensteiner von diesem großen Mann. Oder glauben Sie, dass dieser Event doch etwas... sag ich mal, schwach bis jetzt verlaufen ist. Es ist die WrestleMania Europas. Allein das bürgt für Qualität. Ja gut, aber insgesamt hat man doch schon bessere Events gesehen. Ja vielleicht, da sollten wir jetzt nicht urteilen vorschnell, vielleicht kommt ja noch der absolute Knaller. Zwei Matches haben wir dann noch, nämlich Madcow gegen Ralf Seger, den Shootfighter, und natürlich der Main Event, das Cage Match. Jody Fleisch und Bernard Van Damme gegen die Ivan Condes. Und da geht es hier in diesen Spalt runter. Oh, was passiert hier? Geht's raus? Oh mein Gott! Ging das Auto von Sir Zegers? Um Gottes Willen, also... Also ich habe gar nicht gewusst, dass Jared Seger so ein derart billiges Auto fährt. Aber dennoch, seine Windschutzscheibe kostet an die, ja, 2.000, 3.000 Schilling. Wie viel ist das in Euro, Mr. Henke? Ich sage mal 220 Euro. Und jetzt kommt Ansatz zu einem Suplex.
auf das Dach. Es geht das natürlich ins Kreuz. Sieht sehr bitter aus für Steve Taurus. Voll mit dem Gesicht an die Kante. Auf die B-Säule. B-Säule ist natürlich jetzt das Auto gemeint, nicht der menschliche Körper. Was kommt jetzt? Noch einmal womöglich mit dem... Oh mein Gott, da hat Steve Taurus bereits eine Wunde am Kopf, an der Stirn. Ein kleines Cut. Verwunderlich nach dieser Bearbeitung. Jetzt, nein, eine Powerbombe aufs Autodach vielleicht. Oh mein Gott, nein. Und da, ja, da ist er zu schwer. Ein Backbreaker ist es noch geworden. Zum Glück. Aber ein schweres Cut, das jetzt schon stark blutet, von Steve Taurus. Jetzt beide Wrestler wieder im Ring. Aber natürlich, Steve Taurus geschwächt. Wenn man Blut verliert, Herr Peter, ich glaube, das kennen auch Sie. Ich will jetzt natürlich jetzt nicht den Verkehrsunfall ansprechen, aber das schwächt natürlich einen Menschen. Oh mein Gott! Aber so wie es aussieht. Manche Leute macht es auch wütend. Das sieht jetzt bei Steve Taurus so aus. Er will es nochmal wissen, Herr Peter. Schmeckt jetzt sein eigenes Blut. Spear Tackle! Ja, also ich glaube, da hat Andy D'Angelo nicht nachgesetzt. Steve Taurus ist hart. Zieht ihn hoch jetzt. Suplex in einen. Oh, was kommt hier? Ja, Falcon Arrow, und das glaube ich kann sein. Oder doch nicht. Andy D'Angelo hat sich überraschen lassen. Also, da hätte er nachsetzen müssen, aber. Vielleicht war es auch nicht die kluge Taktik hier am Auto. Und jetzt ein Kick. Naja. Beide schon gezeichnet, aber Steve Taurus jetzt mit über Wasser. Und ich glaube, wir erwarten ein Finish. Oder zumindest einen Ansatz. Denn, oh, was kommt hier? Wieder Ansatz zur Taurus Bomb. Und wenn die gelingt. Ja, oh, da ist sie. Taurus Bomb. Und ich glaube, da wird Andy D'Angelo nichts mehr entgegenzusetzen haben. 3 und das war's. Wir waren einen neuen FCW Champion. Steve Taurus. Verdient. Verdient, sag ich. Ja, absolut. Ja, der Title Reign ist nach einem knappen Dreivierteljahr vorbei für Andy D'Angelo. Ja, und ein würdiger Champion. Ja, wenn es vielleicht wieder gibt, Foreign Assault im Februar, März 2002, dann ist zu erwarten, dass Steve Taurus den Titel verteidigen wird. Aber Termine, wie gesagt, stehen für diese Zeit noch nicht. Und bis dahin kann er sich jetzt in dem Erfolgsbad baden. Ich glaube, ich habe es mit der Grammatik heute etwas. Kann passieren. Ah! Oh! Sehen Sie mal! Tough Call ist da! Und gratuliert natürlich Steve Taurus. Ich bin etwas aufgeregt, weil ja Peter White erhebliche Genitalschäden erlitten hat. Right now I'm joined by Jody Fleisch and Bernard Van Dam. Both guys, you signed a cage match tonight against the Van Kunders. Jody, first of all, you just came back from an injury. You dislocated your elbow. Why in the hell did you sign this type of match? Are you nuts? I'm not nuts. I just know this match is going to be easy. There's no chance in hell that these assholes are going to take us on and think they're going to beat us. No way. That's not happening. Bernard, you're the veteran in this ring tonight. Have you ever stepped into a cage before? Who cares about the cage? I had a date today with two beautiful twin sisters. I cancelled it. So Bass, Matt, this better be worth it. Because the Chippendales are going to dance for all of you tonight. And together with Jody, we will beat you, that's sure. Okay, thanks a lot, guys, and good luck for the match. So, das war natürlich die Main Event, Fleisch und Van Damme. Oh! Sehen Sie sich das mal an. Ein Badass ist da. Ist aber nicht Mr. Tattoo, oder? Herr Peter. Ah ja, gut, vom Motorrad her, weiß nicht, ich glaube, Mr. Tattoo fährt Suzuki.
oder Zündapp, ich weiß nicht. Da ist Ralf Seger, der Free Fighter. Lange nicht mehr gesehen bei Video Vegas. Zuletzt, glaube ich, bei der GWF-Show. Wrestling Night 2000. Aber heute ist er wieder da, bei der WrestleMania Europas hier. Und er trifft ja auf die verrückte Kuh. Mad Cow. Ja, und ob der mit dem Shoot-Style klarkommt. Der ist auch ein Brawler eigentlich. Aber Brawlen ist ja nicht gleich Shooten, Mr. Henke, also. Aber ich glaube, man kann nicht wirklich spannend sein auf dieses Match, denn Mad Cow ist der absolute Topstar hier in der FCW, bekannt. Aha, wo ist Mad Cow? Was ist mit Mad Cow? Bitte, please. Scheint aber jetzt, Ralf Seger war... Ah, da kommt Mad Cow! Und Ralf Seger sieht ihn natürlich jetzt nicht. Ja, also, da muss er aufpassen, Ralf Seger. Der Mad Cow hat diesen Bamboo-Stick mit. Das passt natürlich eher zu ihm als der Shoot-Style. Ja, Ralf Seger, was... Oh mein das, Gott! Das kennt Ralf Seger natürlich nicht. Das, aber Ralf Seger, glaube ich, kann sich dementsprechend... Oh mein Gott, der Referee bekommt diesen Bamboo-Stick. Ralf Seger, glaube ich, kann dagegen halten. Glaube ich, er hat die Defense-Taktik, also die Technik für solche Schläge. Aber er ist am Boden. Mad Cow tritt auf Ralf Seger ein. Ja, jetzt das ist vermutlich die einzige Möglichkeit für Mad Cow, hier mit Ralf Seger fertig zu werden. Oh, jetzt Schläge von Mad Cow. Chops vom Mad Cow jetzt gegen Ralf Seger. Wie viele Tattoos hat eigentlich Ralf Seger dahin auf seinem Körper? Ich weiß es nicht, aber er ist ein lebendes Kunstwerk. Close Line jetzt von Mad Cow. Hat er mehr Tattoos als Mr. Tattoo? Das glaube ich nicht. Nicht! Oh, wieder! Dieser Bambusstick, der schon sehr lange ist. Also so eine lange habe ich schon eigentlich nicht mal in der ECW gesehen. Taz, wollte ich schon sagen. Ja, es ist Taz, es ist El Loco Taz, wenn wir gerade bei der ECW waren, ist Referee in diesem Match. Und der hat auch gleich diesen Bamboo-Stick vorher auf die Nuss bekommen. Taz, ja? Nein, das war nicht Taz. Das war doch der andere Referee. Ich glaube, Taz hat diesen Referee ersetzt. Ah, das ist mir jetzt zu schnell gegangen und jetzt bricht der Bamboo-Stick. Oh mein Gott, voll aufs Knie. Ja, also soweit ich weiß, war das ein holländischer Referee. Taz hat diesen Referee ersetzt, denn so schnell, glaube ich, kann keiner wieder hochkommen von diesem Schlag mit diesem Stick. I-Rakes hier von Mad Cow. Dieser Mad Cow. Oh, da ist er! Oh mein Gott! Was für ein Schlag von Ralf Seger! Hat er die Faxen dicke und... Wow. So kennen wir Ralf Seger aus seinen Free Fights und hier Ground Tackle. Ja, das kennen wir. Da muss sich natürlich der Mad Cow schützen dementsprechend, weil solche Schläge ins Gesicht. Aber in einem Wrestling-Match haben die natürlich nichts verloren. Da trägt man natürlich dann schon einige blauen Flecke für einige Wochen. Oh, schöner Ausheber jetzt. Fireman's Carry Style von Ralf Seger. Nicht zu wechseln mit Ralf Siegel. Bob Seger. Das ist Ralf Seger. Jetzt geht's am Boden zur Sache. Einmal ist Mad Cow oben, dann wieder Ralf Seger, der jetzt seinen Schlag einstecken muss von Mad Cow. Also, ein typischer Shootfight ist es eigentlich nicht. Es gibt doch etwa ein paar Wrestling-Moves sind zu sehen. Jetzt wieder Distracted Taz. Das ist billig, aber er lässt sich hier distracten von Mad Cow, der jetzt wieder Ralf Seger bearbeitet. Steigt hier auf den Rücken von Ralf Seger. Hier, oh, ein Baseball-Slide. Also Ralf Seger wird ziemlich zugesetzt, der Peter. Ja, das hätte ich mir auch nicht gedacht.
Gehen Sie eigentlich dann wieder in die Sauna nach dem Event oder gehen Sie, fahren Sie gleich ins Hotel? Mal sehen, es gibt ja auch eine Hotelsauna. Da muss man den Vergleich hier anstellen. Gut, die habe ich nicht. Obwohl der Kühlschrank, in dem wir heute einkehren am Abend, sicher gefüllt sein wird mit Schinken und Käse. Ich glaube, da ist vorgesorgt heute. Die Holländer sind ja sehr gastfreundlich. Und jetzt wieder eigentlich alles offen. Oh, da ist wieder Ralf Seger mit diesen Stritten, die Mad Cow auf die Matte werfen. Und da mockt er ihn natürlich gleich. Steh auf und er steht schon wieder. Aber man hat gesehen, die Schläge und die haben natürlich schon Wirkung gezeigt. Mad Cow humpelt doch deutlich und wieder der Beinfeger. Ist die Frage, ob der Schiedsrichter nicht den Kampf abbricht. Denn momentan schaut es nicht gut aus für Mad Cow. Humpelt bereits, ist angeschlagen, kommt jetzt wieder zurück. Nur ein Dropkick, allerdings in Hüfthöhe. Hat vielleicht was von Ralf Segers Hüftverletzung gehört? Hat er eine Hüftverletzung? Aber im letzten Shootfight Sie wissen leicht Sachen. Blessiert. Sie wissen Sachen, Herr Peter. Seit wann recherchieren Sie in der Shootfighting-Szene? Ja, man muss sich für alle Seiten natürlich offen halten. Da der Enkellock. Und da muss er, da gibt er auf, das ist die Aufgabe. Ja, ich hab's. Also, ja, das ist klar. Also, da werden ja die Sehnen, die Stränge überdehnt. Also, und ganz muss ich das vorstellen, wenn man einen Pressball macht, einen Fußball und sich dann den ganzen Knöchel mit den Sehnen überdehnt. Das tut höllisch weh, man kann einige Zeit dann gar nicht auftreten. Das, glaube ich, hat jetzt Mad Cow verspüren müssen. Und deshalb hat er auch getappt und. Was natürlich auch gegen. Na, aber das sollte er doch jetzt bleiben lassen. Gegen Ralf Seger ist das natürlich, braucht er sich nicht genieren. Also gegen Ralf Seger kann man verlieren, speziell in so einem Fight. Das war's, Herr Peter. Wir kommen jetzt nach einem kurzen Übergang zum Main Event. Ja, das wird ein ganz besonderes Match. So, Herr Peter, es ist Main Event Time, der Hauptkampf des Abends. Ja. Und schauen Sie sich das an. Das wird jetzt nochmal alles in den Schatten stellen. Obwohl, wir haben Pascal gehabt, wir haben Tequila gehabt, wir haben Jason gehabt, wir haben Tyrant gehabt, aber jetzt. Wir haben Mallorca gehabt und den Medienstar natürlich. Ja, aber. Das schlägt alles. Hier sind Sie Bas und Mod van Kunda mit Niki van Kunda. Long and thick und. Das Publikum steht natürlich, wenn die lokalen Favoriten hier zum Ring kommen. Und schauen Sie sich an, Herr Peter, das soll ein Cage sein? Ist doch etwas nieder, oder? Ja, das sieht von der Rampe natürlich etwas niedrig aus, aber hier sehen wir schon die Verkunders. Also drüber springen können Sie da nicht aus dem Nein. Stand. Und vor allem, dieser Cage hat oben leichte Spitzen wegstehen, das sieht sehr gefährlich aus. Also ich würde. Mod sehen wir hier. Aha. Genügend Fans hier. In der ersten Reihe. Ja. Oh, wow. Naja. Etwas. Wie sagt man da? Krampfadern? Vielleicht ist die Kellnerin. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Zellulitis. Aber trotzdem eine recht gute Figur, Niki van Kunda. Die sich heute aber etwas raushalten wird. Außerhalb natürlich des Käfigs bleiben wird. Und schauen Sie sich das an. Das ist natürlich Van Kunde Style. Referee in dem Match, übrigens auch der Holländer. Alles spricht hier natürlich für die Holländer. Naja, aber sie haben es zu tun mit zwei Leuten, die keine unbeschriebenen Blätter sind im Euro-Zirkus. Also, ich weiß nicht, ob hier alles für die Holländer spricht. Natürlich. Na, Heimpublikum, Referee. Die Unterstützung ja, aber der ist Referee, da. Das hoffen wir doch nicht, dass der hier parteiisch ist. Ja. Aber dann natürlich noch der Faktor des eingespielten Tag Teams. Denn Jody Fleisch und Bernard Van Damme sind ja zum ersten Mal heute in einem Team. Ja, ich glaube, die haben sich vorher noch gar nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Also, sie kennen sich sicherlich vom Namen, aber. Die Klasse wird sie sicherlich zu einem guten Team zusammenschleusen. Getrennt durch Exotic Adrian Street. Bernard
Bob Dylan and his father bekend van zijn tours in Michinoku Pro in Japan, Jody Fleisch. Ich glaube, diesen Ringrichter, glaube ich, sollte man nicht hucken. Ringsprecher meinen Sie? Was habe ich gesagt? Ringrichter. Entschuldigen Sie, auch den nicht, aber den Ringsprecher bitte. Aber ich habe ihn ganz schwer nur verstanden. Ich habe ihn gar nicht verstanden. Bernhard van Damme. Oder so. Also ich glaube, da gibt es bei uns genug talentierte Leute. Man sollte, ich glaube, er sollte auch seinen Beruf weiterhin ausüben. Ich weiß nicht, was er macht, aber naja, da haben wir sie. Jody Fleisch und Bernhard van Damme, und sie sehen cool aus, oder? Tja, das muss man sagen, ja, natürlich. Und sagen Sie doch was über dieses Entrance-Theme. Das ist neu, auf jeden Fall. Und das hat Bernhard van Damme mit einem, ja, also Studiomusiker eigens kreiert. Und im Gegensatz zu Chief Hardcore, es ist wirklich eigens kreiert und nicht gestohlen. Ja, mein Geschmack ist es nicht ganz. Es ist Dance, es ist Dance im Techno-Stil. Ja. Da muss ich aufpassen, Jody Fleisch. Das sehen Sie, ist der Käfig. Diese Spitzen, also da kann man sich schnell das Profil zerstören. Und nicht nur das der Schuhe. Ja. Mal schauen, ob es Moves gibt vom Käfig runter. Aber nicht gerade beliebt, ist klar. Sie tun auch nicht gerade etwas dafür, beliebt zu sein. Also, sie pfeifen eindeutig auf Holland, die beiden. Ja, aber der Chip and Dale, ihn kennen wir, trat schon öfters in Wien auf, bei der PBU. Und dann auch, glaube ich, am Heumarkt war er auch ein paar Mal zu sehen. Einige Male, aber hauptsächlich natürlich doch auch IWW. Ja, und NWA Germany. Ja, da. Und natürlich in seiner Liga, wo er zu Hause ist, nämlich bei New Catch, der Promotion von Flash Gordon. Jody Fleisch natürlich bekannt. Er war ja schon einmal bei der FCW. Und da stand er im Singles-Match gegen Mod van Kunda und da verlor er. Also da ist ja noch eine Rechnung eigentlich offen. Und er wird schade, dass seine Begleitung von damals nicht mit ist heute. Ja, gut. Mittlerweile ist Victoria de Montfort zur FWA Commissioner oder Commissioness bestellt worden. Also sie hat in England viel zu tun und, glaube ich, übt ihre Funktion als Managerin eigentlich jetzt nicht mehr so aus. Ja, also, schade, wie gesagt. Ja, also sicherlich. Aber wir haben ganz guten Ersatz heute hier. Nicky van Kunda ist da. Ich meine nicht unser Fokuhila-Objekt. Diese ist übrigens nicht zu sehen, weil unser Kameramann eine Etage höher filmt. Auch zu Recht hier auf der Rampe. Ja, und hier natürlich die normalen Cage-Match-Rules. Zwei Leute müssen diesen Cage, ja, ich sage mal, entweder über diese Absperrung oder diesen Käfig oder durch die Tür, falls es eine Tür gibt, verlassen, dann haben sie gewonnen. Jetzt gleich geht's zur Sache. Alle zwei Teampartner jetzt im Ring. Double Dropkick jetzt von den Van Kundas. Das haben sie sich zu einfach vorgestellt hier, Jody Fleisch und Bernhard van Damme. Doppelter Body Slam. Jetzt Mott setzt an zu einem Suplex. Während Basin schon durchzieht und jetzt Mott mit Jody. Der hat das sich Suplex schön gemacht. Suchen sich die Leute schon ihre Gegner aus, Jody gegen Mott vielleicht und Bernard gegen Bas wird hier euch, glaube ich, auch gut gewichtsmäßig verteilt. Aber ich denke mal, irgendwann werden dann alle Stücke reißen und dann greift sich jeder den, der ihm am nächsten steht. Wer ist Ihr Favorit in diesem Match? Welches Team? Ja, ganz schwer zu sagen natürlich. Einmal mehr, die Van Kunders, ein eingespieltes Tag-Team, Sie haben es erwähnt. Also sie setzen auf die Holländer. Aber ich weiß nicht, wer von diesen Männern schon in einem Cage-Match gestanden hat. Ich glaube, noch keiner. Also erfahrungsmäßig dann auch kein Vorteil bei einem Team. Ich setze einmal diesmal auf die britisch-belgische Paarung Bernhard van Damme und Jody Fleisch.
Close line von Basman Kunda. Was passiert hier jetzt? Geht's weiter? Schöner Hip Toss. Ja, und da. Ah, jetzt tritt er nach. Jetzt tritt er nach. Das sehen wir eigentlich noch selten von Bernhard Wandam, solche Aktionen. Aber in einem Cage-Match, da schaltet man natürlich noch einen Gang höher. Greift vielleicht noch tiefer in die Trickkiste. Bernhard Wandam werden wir ja, und das ist eine der nächsten größeren Video Vegas-Produktionen. Oh, schöner Einsteiger von Bernhard Wandam. Werden wir ihn bei der NWA Germany sehen beim 10-Tages-Turnier. Sie sehen es schon, es gibt keinen Pinfall. Kein Pinfall, nein. Ja, natürlich eine große Produktion in der Zukunft von Video Vegas. Ja, es wird dann ja bald, Anfang 2002, wird es dieses, ich kann es jetzt schon sagen, 5er-Paket geben. Snap Suplex jetzt von Jody Fleisch. Wow! Standing Moonsault. Sollte sich Leon Martinez vielleicht einmal ansehen. Oder wer hat es unlängst, haben wir gesehen bei der GSW, war es nicht Enrage? Naja. Jody Fleisch ist einer der besten Highflyer, wenn nicht der beste. In Europa auf jeden Fall. Und er ist noch jung, er ist an die 20 Jahre. Jetzt wieder Bas. Das ist Ansatz zu Gorilla Schmiss, aber Jody kommt runter. Springt einfach runter und Spinkick auf die Schulter. Ja, eher in die Nierengegend. Jetzt wieder Bernhard Wandam im Ring. Er ist wohl der kräftigste von diesen vier Männern. Und der erfahrenste. Das hat er wieder die Finger gebrochen. Also man hat es knacksen gehört. Autsch. Das tut weh natürlich. Dieser Fingersnap. Naja, gut. Aber Bas wird es vergrafen. Jetzt in der Ecke Bas van Kunda. Bernhard kontert mit Dritten. Jetzt, was passiert hier? Ja, Referee muss weg, ist klar. Oh, Springboard Elbow! Wunderbar gemacht, aus der Ecke. Der lässt sich da aber vom Publikum beeinflussen. Ich würde interessieren, ob Jody nicht jetzt schon rausgehen kann oder ob es nur der Legal Man kann, die dich jetzt verpasst. Das wäre ja wohl nicht sehr sinnvoll, sonst ich glaube nur der würden zwei Leute verschwinden und es gäbe ein Singles-Match. Ja, stimmt schon. Darum finde ich eigentlich diese Tag-Match-Cage-Regeln eigentlich sinnlos. Ja, ich glaube, es ist ein Tornado. Oh, Herr Peter, der Tower of Gayness. Und down. Aber jetzt schon im Match, also. Ja, ja, sehr früh. Und jetzt Mott mit Schlägen mit der Faust. Aber es muss natürlich das Ziel sein, den Gegner so auszuschalten, dass man selber. Oh mein Gott, was ist Kommentar? War das der Osama Driver? Das sah so aus, also. Aber vielleicht haben die Vancouver Shooters gesehen in letzter Zeit. Zuerst der Tower of Gayness. Erinnert mich auch an eine Aktion, aber. Ja, gut. Wir sind hier bei der Video Vegas Produktion, Herr Peter. Aber jetzt Bernhard wieder da, ja. Schnappt sich jetzt Mott. Da geht das Häubchen runter. Und. Also Wunder gleich hinterher. Das war eigentlich ein Checkhammer. Aber nicht schön ausgeführt, aber dennoch. Man sollte ihm vielleicht mal die Regeln erklären. Jetzt probiert er schon wieder einen Pin. Ich glaube aber, die Regeln waren nur in Holländisch in der Garderobe. Ja, was kommt hier? Ansatz. Oder setzt ihn auf die Seile mit den Genitalien. Dropkick, also eher ein einfüßiger Dropkick. Und jetzt Jody mit einem Rest Hold. Das ist eigentlich untypisch für Jody Fleisch. Bin gespannt, was wir heute noch von diesem Mann sehen werden. Er ist bekannt für Moves wie zum Beispiel den Shooting Star Press. Natürlich auch der Asai Moonsault. Big Clothesline jetzt von Mott. Noch eine Clothesline. Fegt ihn von den Beinen. Da landet. Ein Low Blow, das war wichtig, aber sonst. Er muss jetzt taggen, Jody Fleisch. Hat wohl noch keine Lust, will da
Wunder noch etwas zusetzen. Jetzt der Tag zu Bernard Van Damme. Bernard Van Damme, der ja mit Rumänien verhandelt hatte unlängst, dort eine Show zu machen. Nicht Bulgarien. Entschuldigung, Bulgarien, ja. Gehört aber, ich glaube, das bin ich nicht, das gehört dazu. Da sagen wir so, diese Länder gehören alle dort irgendwie in diese zwielichtigen also schwarze Meerstaaten. Jedenfalls ist dann doch nichts aus dieser Show geworden. Irgendwie gab es dann doch nicht das nötige Interesse. Ich glaube, Probleme mit dem Ring und diese Show in Sofia, genauer gesagt, wurde gecancelt. Oh, hier billige Distraction von Jody Fleisch, während... Gibt es ja denn überhaupt eine Disqualifikation? Ich weiß es nicht. Also die... Wie gesagt, es ist nicht sehr sinnvoll, ein Tag-Match in einem Cage abzuliefern, denn man weiß ja, wenn einer weg ist, dann ist es zwei gegen einen. Und wie soll dann der eine gegen zwei bestehen können? Und vor allem aus dem Käfig gelangen. Da werden ihn doch die anderen zwei fertig machen und dann zu zweit rausgehen. Das ist eigentlich das Logische. Das wäre eine logische Taktik, aber... Und jetzt Double Teaming. Double Teaming von Jody Fleisch hier mit Bernard Van Damme. Jetzt Bernard an zu einem... Ja, es ist hier der Move, den wir kennen von Sergeant Slaughter. Der Cobra Clutch. Und bitte, das ist der Camel-Klatsch und nicht der Cobra-Klatsch. Hieß er nicht bei Slaughter der Cobra-Klatsch? Das ist nicht der Million-Dollar-Dream bei Sergeant Slaughter der Cobra-Klatsch hieß. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lange her, die 80er Jahre. Jetzt muss Mott taggen, denn er ist ziemlich angeschlagen. Oh, Bernard setzt hier an. Zu einem Piledriver. Nein, Powerbomb. Wird reversed in einen Hurricanrana. Noch einmal. Kopfschere. Wunderschön gemacht, aber jetzt muss er zum Tag kommen. Oh, Bernard will Bass taggen und natürlich ist er im falschen Corner. Und jetzt die Holländer wieder Tag gemacht. Northern Light Suplex. Released übrigens. Sehen wir eigentlich selten einen Released Northern Light. Und was kommt hier? Brother Elbow. Ich glaube, jetzt sollte ein Holländer den Käfig verlassen. Das wäre eine gute Strategie. Würde mich dann wirklich interessieren. Also wenn jetzt Bass aus dem Ring geht. Oh, Power Slime jetzt. Also keiner hat eigentlich noch Anzeichen gemacht. Wow. Keiner hat noch Anzeichen gemacht, hier den Ring zu verlassen. German Suplex. Schöner German Suplex. Also ich weiß nicht genau, welche Strategie diese Teams hier verfolgen. Ich weiß auch nicht, ob dieser Cage eigentlich noch Sinn hat, denn es geht bis jetzt ist er auch nicht zum Einsatz gekommen als Waffe, sage ich mal, oder... Aha, Jody will hier die Leute auf seine Seite mit Applaus gewinnen, aber das... Also ich glaube, er hat die Leute verarscht. Aha. Das war clever, Jody Fleisch mit diesem schnellen Kick und das sind natürlich dritte die Schmerzen. Was sagen Sie eigentlich zum Körperbau von Jody Fleisch? Er hat ein wenig auftrainiert, oder? Sehr definiert. Mittlerweile. Immer noch. Etwas auf der dünnen Seite, ja, aber etwas das hilft ihm natürlich für sein High-Flying. Split-Leg in Moonsault jetzt, schön gemacht. Man zeigt dann noch einmal, er will noch einmal einen Split-Leg in Moonsault. Nein! Oh, da könnte er jetzt einen normalen Moonsault zeigen. Herrscht er natürlich auch perfekt. Herrlich, aber der geht daneben. Der geht daneben. Da hat Spaß aufgepasst. Klassischer Bauchflick. Ja, und das tut natürlich weh. Allein im Wasser tut er schon weh. Jetzt Ansatz zu einem Spec Suplex. Und Mott kommt runter mit einem Fist Drop oder Elbow Drop.
Hat man dieses Move nicht? Sie noch keine Double Team Aktion vorzuhaben? Ja, aber ich glaube, jetzt sollte endlich einer der Holländer den Ring, den Käfig verlassen, nicht den Ring, ich sage immer den Ring. Schöner doppelter Vertikaler. Vielleicht deswegen, gerade deswegen, weil sie noch nicht in einem Cage waren, diese beiden Teams. Vergessen sie eigentlich, dass sie den Käfig verlassen müssen. Oh, was war das jetzt? Eine Art Belly-to-Belly-Suplex. Aber wie gesagt, also bis jetzt wäre es auch noch nicht aufgefallen, wenn der Käfig nicht da wäre. Ziemlich normales Tag-Match-Spiel jetzt. Bis auf das, dass es keine Pinfalls gibt. Schade, dass es keine Hell in a Cell ist. Ja, das ist dann, glaube ich, doch etwas über dem Budget der FCW. Oh. Was kommt hier? Oh, ein doppelter Pancake vielleicht. Nein! Oh. Ich habe für diesen Move noch keine Bezeichnung, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass die Holländer diesen Move ausführen. Was kommt hier jetzt? Ein herrlicher Ansatz. Also was war das jetzt? Ein Schubkahn rauf in einen Big Splash. Ja, sehr kreativ heute. Kreativ. Auf der kreativen Welle schwimmen die Holländer heute. Allein die Plüsch-Frotté-Hosen heute in zart rosa gehalten. Also ist doch eher orange. Ich sehe hier rosa. Pink Panther-Style. Tragen sie zum ersten Mal. Jetzt ist Bernard wieder drinnen. Aber es gibt keinen Pin. Es gibt keinen Pin. Das. Gerade, dass Bernard nicht wahrhaben will, wundert mich. Denn das Match stagniert jetzt etwas. Ist klar, wenn keiner raus will oder vielleicht ist das Reglement so, dass nach 20 Minuten erst ein Mann rausgehen kann. Und zuvor muss das Match nach normalen Tag-Regeln ablaufen. Das sind aber sehr komische Regeln. Das sind jetzt Regeln, die mir jetzt so vielleicht, ja. Ich müsste mir das Reglement anschauen. Sir Zegers hat es in seinem Auto, glaube ich, und das. Nein, nicht. In seiner Office. Oh mein Gott, diese Fingersnapper. Jody Fleisch wird demnächst wieder nach Japan reisen. Und zwar die Dates habe ich im Dezember hat er Auftritte bei Michinoku Pro. Wie lange kann ich nicht sagen, die neuen Dates sollten sie über die Website erfahren. Das war genau in den Kisser. Und jetzt ist wieder Jody Fleisch im Ring. Was sagen Sie persönlich heute zu der Hose von Jody Fleisch? Letztes Mal trug er ja so eine Art Sabu MC Hammer Style Outfit, heute mehr so auf The Rock. Wie damals, als The Rock lange Hosen trug. Oh! Zum ersten Mal jetzt der Cage richtig eingesetzt. Der Käfig ist unten fixiert mit Ziegeln oder sind das so Betonstützen? Jetzt geht's zur Sache. Also draußen jetzt Jody Fleisch mit Mod Van Kunda. Ich glaube, jetzt könnte es zum ersten Mal darum gehen, dass einer raus will. Nein, doch nicht. Jody Fleisch ist wieder im Ring. Wir haben übrigens kein Time Limit, soweit ich weiß, in diesem Match. Naja. Jetzt verhöhnt er da die Van Kunders, also. Wirklich ein Miesepeter heute, Jody Fleisch. Oh. Er war auch nicht gerade bei Foreign Assault beliebt. Ich glaube, alleine durch seine spektakulären Moves hat er auf jeden Fall beim Publikum einen Bonus. Knee Drop jetzt von Bernard Van Damme. Der jetzt, glaube ich, ein wenig auf Basics sich festlegt. Wieder auf Stop-Rope und jetzt geht er aber selbst hoch. Oh, was kommt hier? Springboard-Aktion. Oh, so passt. Oh. Also, um mein Haar schief gegangen, aber nichtsdestotrotz brillant gesessen. Ja, aber es zählt keiner, Bernard. Ja, schnallt er das nicht?
Hat er zu viel Pommes frites und Waffeln gemampft? Das tut ja mir schon weh beim Zuhören. Und immer wieder so kleine Aktionen von Bernard Van Damme, die den Gegner zermürben. Was hat hier Jody Fleisch in der Hand? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist doch der, dieser Dildo-Stift von Mott. Der kriegt jetzt voll in seinen Mund gesteckt. Das ist ja Verhöhnung. Also, aber interessant, wie weit er den hineingebracht hat. Ja gut, ich meine, ich will jetzt mir nicht vorstellen, was die Fankundos so treiben am Abend im Schlafzimmer. Also, da fällt mir ein Filmtitel ein aus den 70ern, aber... Wer spielt da mit? Das weiß ich leider nicht. Keine bekannten Leute. Ich hoffe nicht, John Holmes. Es könnte sein. Oh, Spin Kick. Martial Arts Skills von Jody Fleisch. Aber Van Damme und Jody Fleisch wechseln jetzt häufiger, also... Ja, also sie gefallen mir insgesamt auch etwas besser. Mein Gott. Also ich glaube, die Van Kundas werden nach diesem Match Fingerprothesen benötigen. Denn ich glaube, da ist keine Gliedmasse mehr heil. Kleiner Sprung gemacht jetzt. Oh, was kommt jetzt hier? Oh mein Gott, da will Mott Bernard Van Damme hochpressen. Und das schafft er. Unglaubliche auch. Stärke. Wow! Oh! Das ist eine Mischung aus Suplex und der Tatsache, dass er zusammengebrochen ist. Ja, er hat ihn also nicht ganz nach hinten pressen können. Jetzt macht er aber den Tag zu Pass von Kunda. Kommt er eher gemütlich in den Ring. Bass hatte jetzt eine längere Pause und ich glaube, er ist frisch. Aha. Eigenwilliger Elbow Drop jetzt hier. Ja, modifiziert. Jetzt Ansatz zu einem Suplex, was kommt hier? Schöner Suplex, ja. Pass legt ja eher Wert auf klassische Wrestling-Aktion. Da ist Jody Fleisch. Was kommt hier von Jody Fleisch? Ah, da will er. Nein. Da ist Bass stärker und zieht ihn selber hoch. Ja, ja. Geht natürlich leicht mit Jody Fleisch, er ist ein Leichtgewicht. Oh, Ansatz. Könnte das Surfboard werden? Oder vielleicht sogar das Gori-Special. Nein, nicht Jody, nicht das Gori. Oh, ein lupenreines Surfboard. Ja, oder Romero-Special heißt es jetzt. Romero-Special? Ja, richtig. Wer führt das aus? Ja, das kam aus Mexiko von einem Romero, also nicht George Romero, aber bekannt gemacht hat diesen Move Jushin Liger. Ja, das ist sowieso klar. Und jetzt hat Bass Van Kunde diesen Dildo. Und den wird jetzt Jody Fleisch wohl oder übel, ja, aber sehen Sie nicht genau. Ja, zum Glück sehen wir das nicht. Ist aber nicht gesensert von uns, also haben wir leider nicht gesehen. Kameramann kann nicht alles einfangen. Aber wir sehen, Jody Fleisch hat immer diesen Dildo-Stift im Mund. Aber jetzt nicht mehr. Da geht's voll gegen den Cage. Oh! Ich glaube, da wollte Jody schon raus, ja, was aber macht jetzt hier. Oh mein Gott! Da muss er aufpassen, Mott. Der Käfig hat oben diese kleinen Metallspitzen. Also das war eine bilderbuchreife Kamikaze-Aktion. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich da nur mit den Fingern oder womöglich mit dem Gesicht oder hängen bleibt, dann ja, grüß Gott, kann man, würde Tante Linda sagen. Die ist jetzt aber nicht da. Da sind er natürlich. Jody auf dem Käfig. Jody will raus und lassen sie ihn raus, ist die Frage. Oder taktieren die Holländer vielleicht? Ich habe sie angesprochen. 2 gegen 1 wäre da. Oh, schauen Sie diese Spitzen an, Herr Peter. Schauen Sie diese Spitzen an. Jody Fleisch versucht hier vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ist doch schon fast draußen. Aber, oh mein Gott, diese Spitzen. Also. Oh mein Gott. Da ging es ja voll mit dem. Ja, war das King gegen diese ja, schon, aber Railing. Jody ist jetzt draußen. Gut, Jody ist draußen. Aber, wie gesagt, jetzt 2 gegen 1. Die Van Kundas gegen Bernard Van Damme. Und ja, vom Papier her wären natürlich Fleisch und Bernard Van Damme die Favoriten jetzt, aber 2 gegen 1, Herr Peter. Sie führen auch quasi 1-0, aber das hilft jetzt Bernard Van Damme herzlich wenig.
Das war eine Art. Ja, das hätte die Total Elimination werden sollen, aber es ja, war natürlich bei Weitem aus nicht so spektakulär ausgeführt. Und was kommt hier jetzt? Mod hat sich wieder dieses Häubchen aufgesetzt. Jody Fleisch noch immer etwas angeschlagen draußen. Was versucht er jetzt? Mod jetzt vom Top Rope. Was kommt hier? Big Splash, schön hoch und das Häubchen ist weg. Und ich glaube, jetzt sollte ein Holländer den Ring verlassen. Mod ist draußen. Ja, man will taggen, aber jetzt kommt Jody Fleisch. Was macht Jody Fleisch dort? Oh. Jetzt geht Bernard. Nein, nicht Bernard, natürlich. Mod raus. Mod muss natürlich auch aufpassen auf diese Spitzen, denn die sind gefährlich. Wer Jody Fleisch versucht, ihn natürlich nicht rauszulassen, aber ist die Frage. Das ist natürlich der Vorteil, wenn schon ein Mann draußen ist. Gilt es, wenn jetzt Jody Fleisch eigentlich wieder zurückkommt? Was macht er denn jetzt? Vorsicht! Will er ihn ja suplexen, um Gottes Willen? Um Gottes Willen, nein. Zum Glück nicht, also aber ich wäre ja ins Publikum gegangen. So wie es ausschaut, werden jetzt Mott und Jody Fleisch, der ja eh schon draußen war. Jody ist wieder weg. Und wieder gegen dieses Steel Railing. Also aufpassen, was macht... Jetzt geht nein, er geht wieder zurück, er hat sich's anders überlegt. Oder? Was macht er jetzt? Sehen Sie mal. Um Gottes Willen. Die wird doch nicht. Nein, also da muss er aufpassen, bitte. Nein, oh mein Gott. Des Willen. Über diese spitzige Käfig, ja. Ja, und dann in diesen schmalen Zwischenraum. Spektakulär auf jeden Fall. Der Cage, obwohl er nicht sehr hoch ist, gibt es einige spektakuläre Aktionen. Oh, da ist wieder das Auto von Jared Segers. Der ADAC war ja noch nicht da. Wir sind doch in Holland. Oh, was kommt hier? Wie Shinoku Driver auf der Motorhaube. Naja. Ich glaube, Sir Zeger soll einmal jetzt schon langsam. Ich hoffe, er wird entweder ein Taxi rufen, das ihn nachher heimführt. Oder vielleicht dann ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Wenn um die Zeit noch welche fahren. Mod ist draußen, Jody ist draußen. Jetzt ist die Frage, wer schafft es, Bas oder Bernard Van Damme? Ja, also jetzt haben wir quasi im Loop mal eine Singles-Match und da würde ich doch die Vorteile beim Belgier sehen. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage ist natürlich, greifen die Teampartner noch einmal ein oder... Vorausgesetzt, er hat kapiert, worum es überhaupt geht. Er versucht ja nach wie vor Pins. Oder vielleicht versucht ihn einzuschläfern. Das ist ja auch keine unintelligente Taktik. Er ist auf jeden Fall der Veteran im Ring. Bernard Van Damme. Jetzt ist Bas wieder hochgekommen. Und Dropkick jetzt von Bas. Er trainierte Bas bei AFA in der WXW, das muss man sich jetzt vor Augen halten. Ja, diese Liga heißt auch WXW. Die gibt es auch schon länger, glaube ich. Die gibt es schon länger. Naja, viele meinen, Bas ist noch nicht sehr komplett, aber ich sage mal, von den Semi-Pros ist er sicherlich einer der besten, oder sagen wir so, besten, aussehendsten vom Körperbau. Jetzt im Vergleich einmal zu Leuten wie zum Beispiel Thomas Blade oder Sigmaster Rappo. Sieht er sicherlich sehr gut aus, oder? Was meinen Sie? Ja, wenn Sie uns mit den beiden vergleichen, Sie wissen, was ich von der Euro Threat halte. Ja, ich. Da fehlt mir das Urteil nicht. Ich kenne noch einen Namen, Chief Hardcore. Ja, warum nicht? Ich meine, ist ja alles eine Preisklasse. Und da wieder dieser Dildo-Stift. Dieser Dildo-Stift hier, humiliating, was hier Bernard Van Damme passiert. Ja, der Holländer hat hier noch Zeit für Showboating. Ja, das ist Uppercuts, European Uppercuts. Ist eigentlich Holland bei der EU? Natürlich. Ja.
Das heißt, alle holländischen Fans, die Interesse haben, natürlich dieses Tape zu ordern, ihr könnt es über das Internet tun. www.videovegas-entschuldigen Sie. Das war ein klassischer Abfuck. Entschuldigen Sie, wir haben das. Ja, und da muss ich jetzt Miro rügen, der uns nicht das Inlet gibt mit der Einblendung. www.video-vegas.com oder ganz einfach auf Moonsault mal reinschauen. Ich mache jetzt Werbung für die Seite www.moonsault.de. Da gibt es dann sicherlich in einigen Tagen das Update von Video Vegas, dass das Tape erschienen ist. Und Springboard, oh mein Gott, das war knapp, Herr Peter. In Highcross-Body und wieder kein Pin. Das frage ich mich, Mr. Henke, wie sollen denn die Fans das Tape bestellen, wenn sie hier die Werbung machen, auf Moonsault? Nein, ich das habe gesagt, ist in sich irgendwie unlogisch. Ich habe gesagt, sie sollen mal auf Moonsault reinschauen. Aber wie denn, wenn sie das Tape noch nicht haben? Aber lassen wir das jetzt. Herr Peter, es kann ja auch sein, dass Leute kriegen hier von mir das Tape gratis geschickt. Die kopieren das dann hoffentlich nein, nicht. Nein, schauen das, hören sich das an, was ich hier sage, und schreiben sich das auf. Jeder stinknormale Mensch hat einen Zettel und einen Kugelschreiber bei der Hand. Die schreiben sich das auf. Dann hätten sie aber sagen müssen, holen Sie sich jetzt Papier und Bleistift. Gut, dann sage ich das nachträglich. Oder spulen Sie dann bitte die Kassette zurück. 2 Minuten. Holen Sie sich dann Kugelschreiber und Zettel und dann hören Sie zu. Oder vergessen Sie eigentlich das Ganze, was ich gesagt habe? Das ist glaube ich, besser, ja. Nein. Oh mein Gott, da ist Mord mit dem Sessel! Da ist ja Miro. Ist Miro heute im Einsatz eigentlich? Ja, natürlich, wie immer. Da muss er aufpassen, Miro. Ja, aber das hat uns jetzt etwas aus unserer Jux und Bollerei rausgeholt, dieser Chairshot. Ja. Da, jetzt ist er wieder zurück. Es dauert einfach schon zu lange, das Match, Herr Peter. Also wann haben wir schon so ein Match gesehen, das fast schon, es geht schon über 30 Minuten. Big High Cross Body wieder. Das war ja eher fast schon eine Art Football-Tackle. Vorarm, irgendwas in der Richtung. Wir haben noch nicht allzu viel von Jody Fleisch eigentlich gesehen. Jody Fleisch hat sich etwas, muss ich sagen, mit seinen Moves geschont heute. War ja auch verletzt. Vor einigen Wochen noch, da laborierte noch an dieser Ellbogen. Ich glaube, es war eine Dislokation des Ellbogens. Sehr schmerzhaft jedenfalls. Und ja, ich habe das Tape gesehen, wo er sich diese Verletzung zugezogen hat. Es sah sehr schmerzhaft aus. Da ist ein so schlimm wie ja, der Fußbruch von Sitt. Ich sage mal, da ist ein offener Schienbeinbruch beim Fußball ein Scheißdreck dagegen. Ja? Und den habe ich schon gesehen. Und was hat er hier verloren? Hat er, war das der Ellbogenschütze oder war das ein Fallen Object? Aber was passiert hier, Herr Peter? Also ich kenne mich nicht mehr aus. Die Fans offensichtlich auch nicht mehr und es ist auch, weiß nicht, ob sich die Wrestler noch auskennen. Es ist auch, muss ich sagen, relativ leise geworden. Das Match dauert ja schon sehr lange jetzt. Mott und Jody haben sich hier ausgenockt. Während Jody jetzt überhaupt die Area verlässt hier. Bas und Bernard sind aber noch da, also... Und Bernard geht hier gegen den Käfig. Sind Sie eigentlich ein Freund von Marathon-Matches, Herr Peter? So diese 50, 60 Minuten dauern? Gibt's ja... Ja, wenn der Anlass stimmt und wir sind ja hier nun mal bei der WrestleMania Europas. Was? Da geht einfach die Tür auf und was ist draußen? Also, das ist doch schon sehr billig. Das war's jetzt, oder wie? Also das... Nein, Bernard hat gewonnen, oder? Nein, wieso denn? Wie denn? Er ist ja doch im Ring. Ja, aber das gibt's ja nicht. Ich meine, jetzt ist ja Bas durch diesen Schlitz rausgegangen, hat das Match gewonnen, derartig billig. Also das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich baff. Ich auch. Also doch long and thick. Naja. Also auf welche Art und Weise das jetzt passiert ist, muss ich sagen. Aber dann eine nette Frisur. Ja, ich hätte es Jody und Bernard gegönnt. Jetzt haben die Holländer gewonnen, naja. Gut.
Langsam, aber sicher müssen wir uns verabschieden, Herr Peter. Ich schlafe heute auf jeden Fall mit Mallorca. Ich weiß nicht wo, auf jeden Fall. Ach so. Mit Mallorca in einem Zimmer. Wir haben ein Apartment mit Schinken und Käse. Und ich werde es mir gut schmecken lassen. Ich weiß nicht, wo Sie sind. Sie sind in Marriott, glaube ich. Ja, ich werde wieder in die Sauna gehen, denke ich. In die Sauna heute noch? Ja, freilich. Nach so einem aufregenden Abend. Wir verabschieden uns, Herr Peter. Und wir sehen uns bald wieder, denn NWR Germany steht vor der Tür. Und da wird es einiges geben. Es wird insgesamt 9 Tage geben. Und einen Strongman-Contest. Da werden wir noch ihn sehen, Bernard Van Damme. Bernard Van Damme ist dabei, der sich jetzt noch beschwert, denn er ist eigentlich der heimliche Gewinner hier. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.